Wenn die gelb sind, siehst du das rote Leuchten nicht. Was? Digga, ich bin gerollt. Lüge, Alter. Ich stehe irgendwie in der Kröte drin, Junge. Damn, son, where'd you find this? BD1! Ey, wirklich heilen auf diesem Steuerkreuz oben ist auch einfach die lowest Attacke dafür. Ja, jetzt aber. Komm, jetzt haben wir es, Freunde. Komm her, du Sau. Schöne Zunge, Bruder. Feier ich. Ja, ich hab geblockt, du Bitch. Wenn du mich jetzt umbringst. Du Peach. Nein! Ich hab gerollt. Boah, es macht mich so sauer. Es macht mich so sauer. Ich hab gerollt. Ich habe auf Rollen gedrückt. Ich schwöre. Junge, was ist das hier, Alter? Ich stell mich ja schlimmer an als Basti bei Mario Games, Alter. Was zum Fick? Verdammt, Alter. Chill. Geh zum dritten Loch. Nee, wir machen erstmal den Typen, Bruder. Das passt schon. Du kannst durch das hintere Loch auf das Vieh springen, dann verlierst du schon mal mindestens ein Viertel vom Leben. Ach so, okay. Oh, lol. Ja, easy. Stabiler Call, Freunde. Finde ich cool, dass mir das jetzt gesagt wurde, Jungs. Danke. Durch das hier? Ja, moin, Bruder! Weißt du, die geile Information kriege ich wieder am Ende, wenn ich schon 5 Stunden gefallen habe, aussehe wie der letzte Idiot. Hilfe! Danke, Bro. Sehr, sehr nice. Freunde, shut up. Ich will's gar nicht hören. Das Kampfsystem ist echt weird. Ich sag's euch ganz ehrlich, wär's VR, okay, und ich könnte mit meinen Händen das Ganze machen, ich würde es schaffen. Boah, stell dich vor, so ein Game als VR-Game, Alter. Dass du so nicht nur so eine Brille auf hast, sondern du bist wirklich in so einem Automaten drin und es fühlt sich wirklich so, als wärst du da vor Ort. Alter, wäre das wild. Junge, oh mein Gott. Ich hoffe so sehr, dass ich sowas noch miterlebe. Ach, du Digga, Alter. Egal, ich schaff's auch so. Ey, Bruder, ich hab eigentlich pariert, ich schwör. Stim, sofort! Uff, Digga. Wirf ihn her! Damn, son, where'd you find this? Ach, Diggi, wie lange braucht er denn fürs Casten von dieser Attacke? Mein Gott, Bro. Ey, langsam wird's unangenehm, Freunde, ich sag's euch. Alter Schwede. Warum bin ich denn so kacke in so einem Games? Ich habe an der Stelle selber 2 Stunden gesessen, bis ich das rausgefunden habe. Immer wieder gerne, Mate. Ey, ich sag's euch aber, Real Talk, ich hab aber wirklich, also ich stell mich gerade ein bisschen retarded an, aber das Game ist wirklich, also kennt ihr diese Art von Games, die genauso sind wie das Game, aber man läuft so gefühlt durch alles durch, weil es einfach super fucking easy ist und man muss einfach seinen Kopf einfach nur in den Controller smashen. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich den Trailer davon gesehen habe, dass das so ein Game ist, aber ist es halt nicht und das ist eigentlich ziemlich nice. Es ist actually anspruchsvoll, Bro, also ziemlich nice, gefällt mir sehr gut. Wie sieh doch halt gleich an. Oh, Digga. Es ist halt so, weißt du, er macht so dieses Rote und dann denkst du so, okay, ich muss rollen, aber dann macht er so. Oder fucking 10 Sekunden, boom, und dann kommt er. Und das ist so schwer zu predikten, Alter. Holy shit. Welche Schwierigkeit? Zweitschwerste.
Freunde, wollt ihr den kleinen Funfact? Ich stinke nach Schweiß. Freu dich auf die Zwei-Phase-BTW zum Runterkommen. Guck mal, wird an in der Donau 187 ist der Gang. Bro, Leroy, wahrscheinlich gibt es eine zweite Phase, oder? Danke für die 1000 Bits, Buddy. Was hast du denn für ein Video uns reingeballert in die Donau? Sag mal, Leute, kennt ihr euch eigentlich mit Hip-Hop aus? Was für ein Ding? Happy Hippo? Hip-Hop Bereiter oder was? Hip-Hop meine ich, Rap-Musik und sowas. Gönnt ihr sowas? Ich hab das leider schon gesehen, Junge, aber sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Ich nicht. Ach, Leute, ich höre nur meine Marschmusik. Hast du denn da gerade wieder zufällig einen Artikel von in der Zeitung oder was? Nee, hier lese ich gerade einen Artikel über Kartoffelanbau. Ja, und wie kamst du jetzt auf Hip-Hop und Rap? Ja, meine Tochter, die hat auch schon ein bisschen länger einen neuen Keiler und der hat schon Bengel aus einer anderen Ehe mitgebracht, wisst ihr? Okay. Und der ist so richtig Fan von Rap-Musik und sowas. Was genau hört ihr denn da? Was hat meine Tochter mir erzählt? Ich sollte doch eine CD für den Knecht zum Geburtstag kaufen. Ich hab's halt schon gesehen, Freunde. Falls ihr sehen wollt, wie ich drauf reagiere, tatsächlich, Freunde, kam... Achso, wait, da wollte ich gar nicht hin. Huh, Digga, einer am Liegen, scheiße, Bro! Genau, tatsächlich haben wir heute ein Video zu hochgeladen, wo ich knackige 20 Minuten drauf reagiere, Jungs. Morgen kommt übrigens ein Video online, Jungs, wo wir... Digga, morgen kommt ein 30-minütiges Domo-Video, Alter. Ich weiß nicht, Mates, wäre es cool, wenn ich das um 11 Uhr freischalte. Ich meine, morgen ist Wochenende und ich streame ja morgen auch ab 13 Uhr. Ich hatte überlegt, ob wir die Domo-Videos am Wochenende mal um 11 Uhr freischalten. Dann könnt ihr die schon vorher gucken, vor dem Stream. Vielleicht chilliger, als wenn sie im Stream online kommen. Hm. Schau mal, er hat sogar kommentiert. Dope. Das ist der Geil, der die Videos gemacht hat. Sehr cool, Mann. Shoutouts an den Boy. Sehr, 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 sehr nice. Ich finde ihn sehr witzig. Ah, gut, Jungs, lass uns weiter zocken. Digga, soll ich euch sagen, ich muss schon wieder auf Klo. Kann jemand, nachdem ich jetzt gleich mal auf Klo gehe, tracken, wie lange es dauert, bis ich wieder auf Klo muss? Hä? Wo ist der denn? War der nicht hier? Oh mein Gott. Falsches Loch. Ja, komm, du mich um, du Sau. Was? Wirf mal her! Halt! Stim! Ja, Junge! Mann, Bruder, niemand würde dieses Heilding rausmachen. Stim! Sofort! Nee, jeder würde das rausnehmen und dir entspritzen, Bruder. Niemand würde machen. Stim! Sofort! Während da eine riesige Kröte ist, die so, weiß ich nicht, so groß ist wie 4 Mitsubishi Space Stars, Alter. Ach, Bruder, ich kann nicht mehr. Sorry. Das macht mich ein bisschen sauer. Rollst du immer nach rechts? Ich, ja, glaub schon, ja. Kommt ja zeitgleich mit dem Streamstart online. Und ja, deine Intros sind sowieso 2 Stunden gehen, hat man dann genug Zeit, das Domo-Video zu schauen. Nee, heute kam das Domo-Video 14 Uhr und ich bin 13 Uhr online gegangen. Und mein Intro geht nicht 2 Stunden, Dog, sondern mein Intro geht fucking 4 Minuten oder so. Gefolgt von einem 2-stündigen Just-Chatting-Part. Lul W. Ich war gerade einkaufen bei Mehmet in der Süd, bei den Tieren auf dem Feld, im Casino Schenefeld, in der Spilo, bei Memo mit 5x O im Café. Und ich habe meinen PC neu aufgesetzt und alles installiert. Und du bist immer noch bei dem Monster? Shut up, Bro. Danke für die 10 Euro, Mate. Musst du nicht irgendwelche CSGO Gamble-Videos aufnehmen in 2019? Instinct? Danke für die 10 Euro. Aua! Stim! Ich brauch Hilfe! Ich hab parieren. Bro, ich drück doch parieren! Ja! Jetzt aber! Jetzt aber! Ja! Wir haben es geschafft, Jungs. Jetzt fucking go. Okto Bokto, Alter. Die alte Drecksau, Alter. Bruder, du gingst mir so auf die Eier. Das ist insane. Hey, bei dir? Alter Schwede, okay. Ich glaube, den hätte man gar nicht töten müssen, oder? Das war, glaube ich, nur Bonus hier. Der arme Bockling ist tot. Damn. Oh, Alter, wenn wir noch 2 weitere von denen einsammeln, dann erhöht sich unser maximales Leben.
Okay, dope. Okay, hat sich übel gelohnt. Ja, Junge, nice. Halte L1, um die Umgebung mit dem Lichtschwert zu erhellen. Achso, L1. Ey, Jungs, ich glaube, ich habe irgendwie eine Links-Rechts-Schwäche, ne? Ich habe auch in Counter-Strike eine AB-Schwäche, Alter, ich schwöre. Alter, meint ihr, ich komme mit einem Movement da hinten rein? Und da ist dann irgend so ein Secret? Oh mein Gott, ich würde es tryen. Alles klar, hat richtig geil funktioniert. Nice, chillig. Es gibt noch einen anderen Weg. Ah, hier lang, oder? Was ist das für ein Ort? Hm? Weiß ich nicht, ein Propellerort anscheinend. Oh, ich muss da hinten hin, wa? Was? Okay. Wasser ist Gift. Muss ich da drauf jumpen? Hey, jetzt hab ich's überlebt? Okay, hab ich nicht. Scheiß drauf. Jungs, hört auf zu zählen, ihr Blödis, Alter. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Okay, nice. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Also es gibt einmal Machtessenzen und Lebensessenzen. Und wenn wir Machtessenzen sammeln, dann erhöht sich unsere Macht und bei Lebensessenzen unser Leben. Okay, nice. Was haben wir hier? Ah ja, nice. Ich vermute mal, das war's dann hier, oder? Wir müssen, glaube ich, dann wieder zurück wahrscheinlich. Gibt's hier irgendwas zum... Ne, wir konnten da nicht ausruhen oder so, ne? Aber wir müssen mal wieder so einen Checkpoint finden, Freunde. Wir haben ein bisschen wenig HP gerade, sag ich mal. Du kommst von oben zu einer Kiste noch. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was ihr meint, Jungs. Oh, meint ihr diese da? Ist die Frage, wie ich da hinkomme. Oh, warte mal, das wird da aber anvisiert. Geht nicht, erst später? Okay. Oh, Fallschasse. Na gut, dann kommen wir später nochmal wieder. Beim Boss noch eine Kiste. Hä, warum sagt ihr mir das jetzt erst, Jungs? Also soll ich den kompletten Weg nochmal zurück? Ey, wenn das gelogen ist, Jungs, ich schwöre. Ich tapp raus und bann euch alle. Da war noch eine Kiste beim Boss. Hol die. Wenn das gelogen war, ich schwöre. Oh mein Gott, das war nicht gelogen. Danke, Jungs. Wirklich, super Tipp. Wirklich, ist immer wieder ein Fest mit euch, Jungs. Liebster Kevin, spielen Sie morgen endlich das erwünschte Horror-Game? Viele würden sich darauf freuen. Ich denke, morgen Abend könnten wir es hinbekommen. Ja, ich habe auch auf jeden Fall auch sehr Bock darauf, Bro. So ist nicht. Ich will es aber auch irgendwie zu einer Uhrzeit spielen, wo es Sinn macht. Ich hätte es halt gestern spielen sollen, aber das Problem war einfach, ich war gestern Abend übel K.O. und davor war diese Warzensache. Ich denke, morgen Abend ist eigentlich relativ easy, ja. Sollten wir hinbekommen. Haben wir 2 Skillpunkte sogar? Ah, ne, 1, okay. Was haben wir hier? Hältst du verlangsamen, kann Kel sein Ziel länger verlangsamen. LOL. Hä, okay, ist ja nice. Hört sich nach einer nice Attacke an. Soll ich das machen? Oh, ich hab 0. Hä? Okay, PP-ger. Hätte schwören können, da stand irgendwo 1. Ah, wir sind wieder hier.
Können wir inzwischen hier durch? Nee, warte mal, hier kommen wir her. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Müssen wir hier nochmal nach oben? Der Boss war nur optional, oder? Ich glaube, das war kein Boss, den wir hätten machen müssen. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt nach hier oben und einfach weiterlaufen. Okay, aber es ist trotzdem nice. Ich meine, wir haben ein so ein Lebensessenz-Ding bekommen. Wenn wir davon noch zwei weitere kriegen, ist unser Leben halt größer. Also war es nicht ganz umsonst, I guess. Okay, ich vermute mal, da müssen wir hin, aber wir schauen erstmal noch, was hier ist, Freunde. Ah, nee, hier können wir her, okay. Oder? Ich meine, hier haben wir angefangen. Also wir sind, glaube ich, wieder am Anfang einfach. Doch, ich bin mir relativ sicher. Wie viele Tode schon? Noch keinen. Komm her, BD1. Du musst zum Turm? Wait, hä? Nochmal? Wir waren doch beim Turm schon. Nee, wir sind richtig. Ah, da ist der Engel. Okay. Okay, Freunde. Dann wollen wir mal, wa? Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Die letzte Donation kam von 6 Stunden Kröte. Oh, BD1, das ist aus. Hey, Grace. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Mir fällt jetzt erst auf, dass der 4 Arme hat. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Und wohlige Gewebe ist empfindlich. Nicht. Hallo, ich Reese. Hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter. Hallo. Das Bro. Er ist süß. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Holocaust. Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Holy Hier spricht shit. Meister Obi-Wan Kenobi. Dope. Ich bedauere nicht zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie Bro. Die Republik gefallen sind. I know this dude. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Digga. So, Bro, bevor lecker. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Das interessiert mich auch. Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Mhm. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Let's fucking go. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Okay, weiter geht's, oder? Damn, son, where'd you find this? Also jetzt geht's auf zum nächsten Planeten, Freunde. Ich will eine Community-Aktion starten. Postet auf Twitter, Insta etc. alle unter dem Router Old Kevin Pepe Hans euren Lieblingsmoment von Kevin. Damit wir zeigen, wie sehr wir ihn lieben und damit er noch relevanter wird, als er es schon ist. People in den Chat. Nicer Joke, wahrscheinlich relevant, oder? Erzähl mir noch einen Gag, Bro. Alright, wie war der Hashtag? Hashtag Old Kevin Pepe Hans, alles zusammengeschrieben. Alright, wenn ihr Bock habt, Jungs. Dann gib ihm einfach die 10 Euro, Bro, Jake. Kuss auf dein Auge, Mate. Das ist lieb. Sehen wir es uns an?
Achso, hier ist er vor. Was ist das hier? Ich meine, gibt es irgendeinen Grund jetzt, um nach Datum hier zu gehen? Nee, wa? Nee, wir gehen auf Sepho. Oh, falsche Taste gedrückt, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Reisen. Alright, let's go. Wann gibt's mal wieder Unreal? Oh, wenn die Jungs Bock drauf haben, wenn wir mal Zeit dafür haben. Und aktuell kommt shit ton of Games raus, Alter. Ich meine, wir haben jetzt erst Pokémon gezockt, Basti hat auch Pokémon gezockt, jetzt Star Wars. Nach Star Wars werden wir wahrscheinlich ein bisschen Need for Speed zocken. Wenigstens die Story mal durch. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Für sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Ach, kommen Sie. Einige sind heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Nicht wie auf Lateran. Solange der Imperator die richtigen Leute zufriedenstellt, wird das so bleiben. Deshalb brauchen wir die Jedi. Dann sollten wir das Holoding schleunigst holen. Okay. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Okay. Bruder, junge Papasessel, Alter. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Sie und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Aha. Der Typ mit den vier Armen hat die Stimme von Rick aus Rick and Morty. Oh, das ist das, was sie gerade die ganze Zeit meint mit Rick und Schirr. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Lol, stimmt. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. True, lol. Oh mein Gott, geiler Planet, Junge. Der Planet sieht richtig nice aus. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Ein Schneeplanet anscheinend. Dope. Okay. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Störungen bei der Kommunikation gibt's bei Frauen öfter. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Spaß, ist nur ein Gag. Gut, dann ja, machen wir mal. Hier drüben. So, Bro, holy shit. Okay, sieht sehr nice aus hier. Dann machen wir mal. So, Freunde, dir erstmal neues Cosmetic. Komm, oh, irgendwas okay. Geiles. Mantel, irgendwas. Nicht Laserschwert, nicht Laserschwert. Also, was war drin? Blau 1? Wait, what? Oh, für ihn ein Skin. Oh, dope. Okay, auch cool, das ist cool. Es ist blau, Jungs. Nice. Die Map ist fucking riesig. Okay, ja, schauen wir mal. Okay, hier ist anscheinend abgeschlossen, stand da gerade auf der Map. Ja. Ey, Freunde, ich finde eigentlich so Grafik nicht so wichtig, ne? Also, ich sag mal, ist schon nice to have, aber mir ist meistens das Gameplay wichtiger. Aber die Grafik ist schon sehr, sehr geil hier, ne? Bro! Dude, da wird ein fucking... ein Klonkrieger wird da... unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Auseinandergezogen, Alter. Warte mal, wir gehen nochmal fix zurück. Aufbruch. Da war noch ein anderer Weg. Vielleicht nicht, dass wir da irgendeine Kiste oder so übersehen. Wir gehen nochmal fix hier rein, Jungs. Klonkrieger? Was ist denn sonst? Wait, gibt's einen Unterschied zwischen einem normalen Klon und einem Klonkrieger? Ey, Jungs, ich bin null im Game drin, Alter. Sorry, wenn ich hier und da die ein oder andere Star Wars-Sache einfach komplett abfacke. Ein Stormtrooper. Oh, okay. I don't know, ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Also, was war drin? Neues Poncho-Material! Ich glaube, das ist der fresheste bis jetzt. Aber der backt irgendwie so rum bei mir. Ich weiß nicht, was mit dem Poncho los ist, Bruder, aber irgendwie... irgendwas ist verwirrt. Nee, wir machen den Poncho wieder weg, Junge. Das
Stormtrooper sind keine Klone, sondern echte Menschen. Und Klonkrieger? Sehen die nicht genauso aus? Sehen Klonkrieger anders aus? Ja, aber die sind geklont. Und woher wisst ihr, ob das jetzt ein Klonkrieger war oder ein echter Stormtrooper? Das könnte doch beides sein, wenn die genauso aussehen. Bumm, da habe ich euch an den Eiern. Hey, BD-1. An der Rüstung. Warte mal, bin ich blöd? Warte mal, wir googeln fix. Also, Klonkrieger. Sehen so aus. Und einen Stormtrooper. Aha. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Oh, das sind die beiden. Ja, und wo seht ihr da jetzt den Unterschied? Außer, dass das Helm-Ding hier ein bisschen anders ist? Der Helm. Ja, aber das also ist doch nur slightly anders. Das kann man doch mal verwechseln. Ihr tut so, als wäre es das übelste Fauxpas von mir gewesen. Hm. Kannst du mich hören? Zu der Zeit waren das noch Sie Klone. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Debbie, danke für die Donner, bitte. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Oh, what the fuck, Alter? Bruder. Digga! Mistvieh, Alter. Junge, einfach in zwei Scheiben geschnitten. Man kennt ihn. Oh, nice, wir haben einen Talentpunkt erhalten, Jungs. PogChamp. Oh, hier lang. Oh, Jungs, wir können aus dem Emote Only raus. Alles cool. Also, ich weiß nicht, warum wir drin sind, ehrlich gesagt, aber. Jo. Danny, du alter Pepega. Freunde, falls ihr es vorher nicht mitbekommen habt, Danny und ich, 22 Uhr, Minecraft Saturday. Wir spielen Minecraft um, ich glaube, $5,000. Also, wenn wir Erster werden, kriegen wir $2,000 jeder. Nee, warte. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Nee, warte, wenn wir... Sie waren auf der Flucht. Doch, ich glaube schon, oder? Oder waren es 6K Price Pool? Also, irgendwie war es so, dass es $2,000 gibt für... $2,000 gibt es pro Person für den ersten Platz, dann irgendwie 1000 für den zweiten und 500 für den dritten oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Warum Dollar? Ist international halt. Mr. Worldwide! Mr. 305! Oh, eine Lootbox, Freunde. Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Kriegen wir jetzt einen mehr? Danke, BD. Oh, wir haben jetzt einen Heiltrank mehr, Jungs. Dope. Okay, nice. Sehr, sehr geil. Wir haben jetzt einen Heiltrank mehr, glaube ich. Ja, Mann. Oh, richtig nice. Okay. Aber ich check gar nicht, wo es weitergeht, ehrlich gesagt. Oh, Geheimnis entdeckt. Also, das haben wir jetzt gerade gefunden, weil wir erforscht haben, oder wie? Aber wo geht's eigentlich lang? Hier, ne? Warte, was ist der... Wo soll man lang normalerweise? Nach draußen? Achso, wir mussten hier gar nicht rein? Warte, aber von hier kommen wir doch, oder? Ach, muss ich eigentlich da lang? Ah, lol, aber nice, dass wir da nochmal nachgeguckt haben, Jungs. Alter, let's go. Ey, yo, Shenz, danke für die 10 Euro, Bro. YouTube-Video ist ein bisschen tricky, Dude, aber check ich gleich mal aus, wenn Zeit ist. Danke für die 10 Euro, Bro. Kuss auf dein Auge, Mate.
Oh, fuck. Ich komme nie durch seine Verteidigung. So schnell kann er nicht sein. Ich bin fertig mit dem. Wir können ihn nicht stoppen. Bin nur noch ich übrig? Bin nur noch ich übrig. Junge, Paperhands, Alter. Wenn die Homies dich im Stich lassen. Oh, ich könnte hier irgendwas scannen. Jemand meinte immer, wenn der Typ von meiner Schulter hoppt, dann soll ich gucken, ob ich irgendwas scannen kann, weil dann gibt's meistens was zu scannen. Hast du was? Da muss ich ein bisschen drauf achten, weil das bringt jedes Mal extrem viel XP. Boah, Digga, können wir kurz appreciaten, wie geil das Level-Design hier ist? Es sieht richtig nice aus hier, no joke. Uff, Digga. Okay, kurz erklärt, nach Order 66 oder nach Order 66 wurde die Jedi ausgelöscht und alle Klone bis auf 2 oder 3 zu den Sturmtruppen später wurden die durch echte Menschen ersetzt. Bro, ich versteh's immer noch nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Ich werde mir irgendwann mal die Star Wars Filme reinziehen, Freunde. Ich meine, ob ich Bewegung gesehen habe. Ich feiere das Universum halt brutal. Würde mich wundern, wenn ich die Filme nicht feiere. Und wenn ihr alle sagt, dass die Filme überkrass sind. Ich muss irgendwann mal so einen Tag machen, wo ich mir die ganzen Filme reinziehe. Gibt's die zufällig auf Amazon Prime, Jungs? Weiß das jemand auf Amazon, also auf Prime Video? Ich locke sie weg. Foster, nein! The fuck? Oh ja, gibt es? Ah, nee, gibt's nicht. Okay, schade. Wäre sonst richtig wild gewesen, Jungs. Sonst hätten wir das zusammen gucken können später, wenn das mal irgendwann verfügbar ist. Wir werden dich auslöschen. Na, dann lösch mich mal aus. Try. Oh, hat ja gut funktioniert mit dem Auslöschen. Oh, nice try, Jungs. Hab mich gefreut. Das wird bestimmt lustig. Ja, finde ich auch. Ja, war mega lustig. Okay, es sieht aus, als gibt's hier irgendwas Geiles. Nee, hier läuft man nur im Kreis rum. Nice. Hey, BD-1. Ich kann dir alle per Post schicken. Wir haben einen Feind unter uns. Nee, passt. Wir laufen auf ihn. Wir haben kein Fernkampfkupplerfeuer mehr. Hab's verstanden. Nähert euch dem Ziel. Brauchen wir Verstärkung im Anmarsch. Okay, nice. Der Bot ist eben von deiner Schulter gehabt. Oh. Ja, ich muss viel mehr drauf achten, wann ich scannen kann, Alter. Das bringt halt so viel, ne? Das bringt halt jedes Mal Skill-Dings. Gute Arbeit. Glaube ich jedenfalls. Oder das bringt doch XP immer. Müsste eigentlich. Oder bringt das nicht immer XP? Nicht immer. Nee, glaube ich auch. Sind alles Lügen. Die Jedi-Ritter-Schwierigkeit, auch wir spielen auf Jedi-Meister, glaube ich. Also nicht Großmeister, sondern Meister. Also das zweitschwerste. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das später mal irgendwie mit der Macht oder so rumstoßen können, aber jetzt gerade noch nicht. Was ist hier? Okay, nichts. Order 66 war ein Befehl, der meinte, dass alle Jedi-Verräter sind. Die Klone waren also gezwungen, die Jedi umzubringen, wodurch fast der ganze Jedi-Orden starb. Hurensöhne in meinen Augen. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Sorry fürs H-Wort. Nee, nicht sorry fürs H-Wort. Arbeitslager und Schlimmeres. Stehe ich gerade auf der Leiter? Wo müssen wir denn... Auf der Leitung meine ich? Wo müssen wir denn lang gerade? Oh. Damn, ich schau mal kurz auf die Map. Where'd you find this? Ja, vermutlich müssen wir da zu dem Gelben, wa? Also... Umdrehen. Dann müssen wir hier links hoch anscheinend.
Hier muss es irgendwo nach links oben gehen. Aber wie denn? Wo soll es denn hier hochgehen, bitte? Hier vielleicht, wo mein Crosshair drauf ist? Ach, ich muss... Ja, jemand schreibt gerade, ich muss so ein bisschen über die Dächer ballern. Ja, true. Oh, hier ist eine Lootkiste, Jungs. Da unten. Ich bin dabei. Ganz kurz, ich loot noch. Also, was war drin? Ich schieße jetzt. Dafür werden wohl alle Belohnungen an mich gehen. Jo, hier ist eine Belohnung. Was habe ich bekommen, Jungs? Habe ich irgendwas Geiles erhalten gerade? Wow. Krankes Upgrade. Oh, nee. Oh, Bruder, was los? Nee, Alter. Das ist viel chilliger. Das andere war mir ein bisschen zu Ton in Ton, I guess. Waren wir hier schon drin, Jungs? Oder kommen wir hierher? Nee, wir kommen hier nicht her, oder? Wir kommen hier nicht her, ich bin mir relativ sicher. Nice, dass du Star Wars talkst, by the way. Aber eins bleibt, die Warze muss weg. Ina Möse, danke für die 2€ Donation. Quality Donation, Bro. Star Wars kannst du mit Disney Plus schauen, wenn es in Deutschland kommt. Weiß ich, Bro. Oder dachte ich mir schon fast. Aber wäre es auf Amazon Prime gewesen, Bro. Demnächst kommt ja dieses Feature, oder was heißt demnächst? Irgendwann kommt dieses Feature, dass man mit der Community zusammen quasi so Prime-Only-Streams machen kann. Wo dann alle zusammen, also dann können wir quasi Serien gucken, die es auf Amazon Prime Video gibt. Weiß ich, dann können wir zum Beispiel The Mentalist zusammen gucken, was halt überkrank wäre. Weißt du, und dann gäbe es halt Star Wars und Herr der Ringe und so. Dann könnten wir diese ganzen Filme nachholen, die ich nie geguckt habe. You feel me? Und das wäre halt zum Beispiel Star Wars oder Herr der Ringe, wie gesagt. Und Paisy, danke für die 2, Bro. Hallo, ich grüße dich, Bruder. Star Wars The Clone Wars gibt es bei Amazon Prime, meint jemand. Okay. Ich denke, wir skillen mal das hier rein, Freunde. Ihr meintet, macht es am smartesten, ja? Warum kann ich hier noch nichts weiter skillen? Also warum wurde noch nicht mehr freigeschalten hier? Holy shit, okay. Was ist das hier? Okay. Was haben wir hier? Kells Verteidigung verbessert sich, dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Blockausdauerschaden. Finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Ich glaube, das mache ich, oder? Du musst sowieso alles freischalten. Aber ist das so? Ist das so, dass wir im Laufe der Story quasi fast alles freischalten? Wenn wir jetzt nicht komplett alles skippen wie der letzte Speedrunner? Oh, das ist eine Abkürzung hier. Oh, nice. Okay, das war nur für eine Abkürzung, Jungs. Aber trotzdem nice. Damn, son. Where'd you find this? Freunde, ich muss langsam wieder auf Toilette. Hat jemand zufällig gemessen, wie lange es gedauert hat, bis ich wieder auf Toilette musste? Ziel gefunden. Ich glaube, ich bin fertig. Komm, schieß, Pussy. Do it. Holt euch den Jedi. 3 Minuten. Ja, moin. Als ob die Kollegen da unten auch wieder leben. Bro, chill. Knecht, Alter. Schönen guten Tag, Freunde. Okay. Der gesamte Trupp ist am Boden. Ja, hat gut funktioniert mit dem Ausschalten, wa? Lootbox, Freunde. Ey, Junge, man findet übel viele Lootboxen, ist ja insane. Na gut. Was ist es? Irgendwas Geiles? Alter, wir müssen unbedingt gucken, Freunde. Wir haben so viel Lichtschwert-Cosmetics bekommen. Wir können das vielleicht noch ein bisschen legaler machen inzwischen. Moin. Jedi! Oh, fuck, Bro. Okay, Bruder, chill halt. Junge, er schiebt auch andere Filme, Alter, mit so Rolle über Rücken und so.
Okay, wir brauchen irgendeinen so Scomp-Anschluss. Keine Ahnung, wann wir den bekommen. Können wir das hier inzwischen schon aufmachen? Nee, wa? Nee, okay. Gut, Freunde. Ich will nur, also ich gucke nur mal, ob ich irgendwas übersehen habe und shit. Ich will nichts übersehen hier. Ist das mit dem Filme gucken auf Twitch dann nur für kostenlose Filme? Weil die Star Wars Filme kosten ca. 12 Euro pro Stück. Ich denke, dass es dann nur für die kostenlosen Filme wäre, weil alles andere wäre ja dann wieder wie, wie Raubkopie quasi. Wenn ich 12 Euro zahle und wir können es alle sehen, dann wäre das ja für euch gratis, obwohl es kostet, weißt du? Und dann wäre es wie gesagt wie Raubkopie halt. Und sowas macht man ja in 2019 nicht mehr. Ey Bro, ich glaube Real Rap, dass so Raubkopien, also ich weiß nicht, seitdem es sowas wie Netflix und so gibt, denke ich halt so gar nicht drüber nach, auf irgendeine illegale Seite zu gehen oder irgendwie so. Weil man hat so viel Auswahl mit Filmen und shit und Serien auf Netflix und Amazon Prime, dass man es eigentlich gar nicht nötig hat. Und es ist eigentlich gar nicht so teuer, wenn man mal überlegt, was man da bekommt. Also ich glaube, für diese Raubkopie-Sache ist es, glaube ich, richtig gut gewesen, diese Entwicklung mit den Streaming-Diensten. Ja, stimmt. Ja, gut, ich glaube, Anime ist halt noch so ein Ding, ne? Ich glaube, Anime guckt halt noch jeder Schwanz auf irgendwelchen illegalen Seiten, weil es da irgendwie noch keinen richtig geilen Anbieter gibt. Wäre halt sick, wenn es da einen nicen Anbieter geben würde. Sowas wie Netflix für Anime oder so. Junge, den hat's hops genommen, Bruder. Holy shit. Ich stelle so eine Movement-Sachen einfach größter Endgegner. Find's auch einfach geil, wie sie einen Checkpoint auf der Plattform nochmal gemacht haben. Als wäre es so das Schwierigste, überhaupt hier rüberzukommen. Das könnte ein Problem werden. Ach Quatsch. Sag doch sowas nicht. Oh fuck! Okay. Alter Junge, was? Okay, vielleicht könnte es doch ein Problem werden. Bruder, holy shit. Gut, alles klar. Oh, Brandy, was geht, Bruder? Lange nicht gesehen. Ich grüße dich, mein Junge. Es lohnt sich eigentlich, die Filme zu schauen. Sorry, Bro, der Chat ist zu schnell, leider. Tut mir leid, Buddy. Bald mehr Tode als in Craft Attack. Oh, das war knapp. Warte mal, in welche Richtung ging es raus? Oh, da ist noch eine Lootbox, die wir vorhin übersehen. Ich bin Intended gestorben, um die Lootbox nochmal zu finden. Oh, na gut. Irgendwas Brauchbares? Neues Lichtschwertmaterial, Kupfer. Okay, das ist jetzt. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber es hört sich ziemlich cool an, I guess. Ist das PlayStation 2? Tatsächlich ist es PlayStation 3, Bro. Ist das Oh! Junge, stirb einfach. Ach nee, jetzt nicht die Rotze wieder. Meine Fresse, Alter. Freunde, hört auf mitzuzählen, ihr Esel, alright? Sonst knallt's gleich. Ich hab parieren gedrückt eigentlich. Junge, er ist im Boden einfach. Alter, wir haben einfach sein Horn abgeschnitten. Die arme Sau. Ich glaube, die 200 werden heute noch geknackt. Ha, wie chill.
Ich glaube nicht mal, dass die 100 geknackt werden, Bro. Oh, ich hab Hunger. Alter, wir sind seit 5 Stunden online. Holy shit. Augen darüber. Seht euch das an. Junge, okay, ein Raketenwerfer auf einmal. Damn, son, kann ich eine Rakete zurückschießen? Junge, auf einmal Raketenwerfer, auf einmal Fortnite, Alter. Was kommt als nächstes? Goldene Scar oder was? Auf einmal können Stormtrooper auch noch Wände bauen oder wie? Freunde, wirklich, dieses Mitzählen macht mich fertig. Ich habe es durch Wireless Headset gehört. Amazon Watch Series für Twitch wird voraussichtlich eine ausgewählte Liste von Serien und Filmen beinhalten, die du mit dem Stream gucken kannst. Viewer müssen ein Amazon Prime-Abo haben. Die mir bekannten Infos. Okay, also wären es nicht... Okay, ja, also... Das Ding ist halt, ich bin auch der Meinung, dass es halt niemals alle kostenlosen Serien und Filme geben wird, weil... Ich meine, es gibt ja auch auf Amazon Prime irgendwelche 18-Plus-Serien, die kostenlos sind. Oder Filme. Und sowas dürfen wir halt safe nicht gucken. Und sagen wir mal halt irgendwie eine Serie. Ich weiß nicht, ob das Amazon Prime ist, aber sagen wir sowas wie Game of Thrones oder so. Da wird ja auch 24/7 gebumst, soweit ich weiß. Und ich glaube, das wäre halt problematisch dann. Und ich habe die Nacht einfach geträumt, dass ich ein Porno drehe und den auf YouTube hochlade. Und alle meine Zuschauer fanden es super cool. Eine Vision. War kein Traum, ich war die Kamera. Ja, moin. Okay, warte mal, wir warten mal ganz kurz. Warum ist denn der Bruder da eigentlich golden? Achso, weil der meine XP hat, ne? Okay, dann müssen wir mit den Kollegen hier rum. Er ist getroffen. Junge, holy shit, Alter. Es ist unsere Aufgabe, dich zu verfolgen. Er benutzt Stims, um sich zu erholen. Bro! Er hat seinen Kollegen hochgesprengt, die Sau! Na komm her, du Mistvieh, ich hol dich! Du fucking Idiot, Bro! Hilfst du mir mal? Wirf mir einen Stim her, BD1. Junge, wer bist du, Alter? Danny? Junge, er schießt mir einfach ins Maul mit seinem komischen Raketenwerfer, einen Meter vor mir. Hat er den Machtstoß schon gelernt? Ey, ich glaube nicht. Oh. Also wirklich, also. Ah ne, ich muss es früher stoppen. 40, Bro. Alter, jetzt hab ich den Flow raus, Freunde. Oh fuck! Ach, Bruder. Bruder, ich schwör. Diese Dinger machen mich fertig, ey. Vor allem, als ob ich so ein riesen Metallding bewegen würde. So, wie viel wiege ich? 100 Kilo? Oh, hier kann ich was untersuchen. Warte mal, ich könnte hier irgendwas untersuchen gerade. Ich bin an ihm dran. Tod, moin. Feuer! Hiermit bestätigt. Los, Attacke! Sind wir gut genug für den Sieg? Mach die fertig, ja. Bringt das zu Ende! Okay, er boxt mich um, die Sau. Ey, nee, jetzt sag nicht, ich muss alles nochmal machen. Wann war der letzte Checkpoint? Digga, ich weiß nicht, wann der letzte Checkpoint war. Ich bin so richtig low gestorben. Ich wollte ein bisschen... Nee, Bro. Ich habe so ein bisschen auf Gag gemacht. Gerade mich da vorgestellt. Einfach nur für den... Weil ich zeigen wollte, was für ein Banger ich bin. Jetzt muss ich die ganze Scheiße noch... Bro, no fucking way, Alter. Na gut, jetzt müssen wir ja, Freunde. Jetzt kriegen wir das ja relativ schnell hin, ne? Pegatröte, Alter.
Wir machen jetzt Speedrun. Ey, Bruder, das ist doch Bullshit. Macht echt keinen Spaß, zuzuschauen bei dem PPGA. Ich zieh durch. Ja, Bruder, lieber schön eine Runde GTA Roleplay, wo irgendwer verhaftet wird, wa? Auf jeden, Bruder. Natürlich, hätte ich jetzt auch gerade mega Bock drauf. Kannst du mir mal helfen? Mann, Bruder, aber warum sind denn Leute so, Alter? Warum nehmen denn Leute mal alles so ernst? Ich check so Leute nicht. So, ich meine, ich spiele gerade Super PPGA, ja, okay. Aber warum so. Ich check so Leute nicht, die immer so high-skilled Gamer brauchen zum Zuschauen. Das ist doch das Langweiligste überhaupt. Außer wenn Stroud und so der Typ einfach übermenschlich spielt. In Shootern oder so, aber. Bruder, es wäre halt so boring, würde ich hier einfach durchlaufen wie so ein Knecht und alles One-Shot machen und so. Digga, ich schwör. Ich muss nachladen. Ich scheiß nicht so. Digga! Junge Speedrun oder was? Feind! Hier ist ein Feind! Vorsicht! Jetzt in Deckung! Oh fuck, Alter, das ist wieder der Raketenmann! Kein Rückzug, bleibt an ihm dran! Ihr solltet schießen! Ja! Bro, es ist so satisfying, wenn du in dem richtigen Moment diese Taste drückst zum Blocken und dann dieser komische Blasterschuss wieder zurückgeht. Ich lieb's. Jedi gesichtet! Oh mein Gott, das ist. Oh fuck! Dieses Surfen ist das Beste an dem Game, Alter, ich schwöre. So satisfying. Freunde, wie gefällt's euch bis jetzt so? Also, mir gefällt's richtig gut, Alter. Ich muss wirklich sagen, ich enjoy's sehr. Sehr satisfying. Geiles Spiel, gut, geil. 10 aus 10. Same, Alter. Hey, ein Eindringling! Feuere! Okay, Bruder, der hat kassiert, der Bruder. Verstanden! Wait, was? Warum ist der Bruder da hinten nicht gestorben? Du kannst nicht ewig weglaufen! Lauf zu laufen! Junge, hol mal jetzt nicht rum hier. Na komm, dann schlag mal. Hast du Angst? Nimm das! Oh fuck, 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 ich glaube, er tötet mich. Bro! Warum ist denn der gerade so schwer zu töten? Okay, da fuck. Bro, der Typ war eine fucking Herausforderung gerade. Okay, was haben wir hier? Wait, what? Was zum Fick war das gerade? Die kennen dich halt noch nicht so lange. Die kennen dich und wissen, wie scheiße du in Games bist und feiern das. Kann ich da irgendwie durch, Jungs? Oh, ich kann mir vorstellen, dass ich da wahrscheinlich dann auch später durchkomme. Aber ich bin jetzt gerade noch zu schwach dafür, oder? Das wird sein. Ladies and Gentlemen, in Checkpoint, Pock. Der ist ein Captain, erkennst du an dem gelben Schulterschutz? Ein Knecht ist er. Ohne apropos Knecht, ich muss kurz mal auf Toilette. Es wird bemängelt, dass das Game ein bisschen zu kurz ist, finde ich aber überhaupt nicht. Oh, schauen wir mal, Bruder. Ich sag mal, wenn man so schlecht spielt wie ich, dann hat man immer doppelt so viel vom Game, weißt du? Pfeife es. Ich geh ganz kurz auf Klo, Jungs. Ich beeil mich.
187, geboren für die Zahl, warst du heute nicht da, komm ich morgen nochmal. Autos auf Motzen, Sound aus den Boxen, die Fotzen wollen shoppen. Nein, ich bin ein bisschen verwirrt, Jungs, von wo kommen wir genau? Von da, ne? Kommen wir hier rüber? Nee, okay, dann müssen wir vermutlich zu... Oh, hier lang, okay. Jo, was hat er denn? Bruder, er hat so eine Minigun einfach. Ah, schon scheiße in der Minigun, wa? Na, ja, hol dir mal eine ordentliche Waffe, Junge. Ich glaube, bei der Stelle ist niemand gestorben. Du kannst ruhig blocken. Ich brauche nur ein paar Treffer. Damit bin ich weg. Sascha, du Knecht. Ich grüße dich, Bruder. Sascha, Junge, ey. War gut witzig, als ich da letztens im Video war. Junge. Vor allem, wenn jetzt jemand schreibt, deine Mutter ist meine Mutter. Ich höre den Satz einfach. Wenn ihr auf Twitter steht, ich höre diesen Was Satz. Ist das, BD1? Das ist einfach ein Satz, den ich hören kann, Bro. Wenn ihr da irgendwo steht. Falls du nach diesem Star Wars noch Bock hast auf weitere Star Wars Games, spiel Star Wars Jedi Knight 2 JD Outcast. Eines der besten Star Wars Games ever. Bro, das beste Star Wars Game ist Lego Star Wars. Change my mind. Und PlayStation 2 Star Wars Episode 3. Das sind die besten Games, die es gibt. Das wird archiviert. Mann, was hast du hier? Zeig schon mal her, das Zeugnis. "27 Monate und die Hoffnung stirbt so langsam, dass das hier mal gut wird. Sascha? Du kannst nicht mal, du Sau. Der Übernachtungsbums, Junge. Oh, ich dachte, du wärst schon bei der Kröte. Achso, ich dachte, du wärst noch bei der Kröte. Bruder, habt ihr wirklich gedacht, dass ich da so 4 Stunden bei der Kröte stuck bin? Wer bin ich denn, Alter? Jungs, ich bitte euch. Ach, fuck, hier komme ich her. Shit. Warte mal, habe ich da oben irgendeine Kiste übersehen? Als ob man da einfach so lang kann und da ist nichts. Hier ist doch noch safe irgendwas, oder? Ach so, wir hatten ja sogar eine Kiste, nevermind. Papa Platte bist du und du hast gesagt, du bist Kacke. Lolo, freut mich, dass du auch du hierher geschafft hast, Mate. Sehr, sehr nice. Das freut mich, Bruder. Danke, wirklich. Du bereicherst den Stream einfach. Wirklich, mega geil einfach. Genau so jemand hat einfach in der Community gefehlt, Bro. Also eine Abkürzung. Ich kann dich da unten sehen. Oh, holy shit. Kann ich die Scheiße dodgen? Nee, wa? Einfach zerschnitten. Noch nicht. Oh, später schon. Der mit der Macht dann wahrscheinlich, oder? Gehe ich jetzt mal stark von aus. Yo, Lil Opti, Ferro, Extended OPD, Jin, Timmy, Dragonclaw. Wie wir im Operator gewünscht, haben wir Seppo besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Ich finde ihn ein bisschen heiß, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Ich will nichts übersehen. "1000 Grad heißes Messer gegen hilflose Tiere. Lass sie nicht hinkommen! Ich treffe ihn einfach nicht! Ja, Bruder. So geht's mir auch in Gladiator gemacht. Lass zu, dass du gewinnst! Boom! Nein.
Pops genommen. Und jetzt gib mir hier irgendein nices Cosmetic. Komm schon. Gib mir irgendwas Geiles. Gib mir einfach irgendwas Geiles. Irgendwie eine geile Hose, ein geiles Oberteil, irgendwie sowas. Was haben wir gefunden? Junge, ein Lichtschwert-Cosmetic. Ich kann nicht mehr. Das war's an der Stelle wieder komplett, Freunde. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Suro. Bro, what the fuck, Alter. Bro. Einfach hops gegangen, einfach daneben gesprungen. Mate, es ist auch wirklich schwer manchmal, okay? Hört auf mitzuzählen, ihr Blödis. What the fuck, Alter, was ist gerade passiert? Achso, ich muss die... Au! Wir müssen die anhalten. Ja, das macht Sinn. Fuck. Warte mal, genau, wie genau muss ich das hier machen? Wir müssen ihn irgendwie... Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Fuck! Okay, so nicht! Bro, holy shit. Fuck. Wait. Nee. Ach du heilige Scheiße. Wie ist denn das? Muss ich irgendwie dreimal sterben, bis ich endgültig respawn? Also so Game Over mäßig? Weil irgendwie, guck mal, beim ersten Mal bin ich ja gerespawnt. Beim zweiten Mal war ich dann quasi Game Over. Wie genau ist das? Nee, Junge, laber, Alter. Junge, ey, ich sehe dich. Wir machen jetzt Speedrun, Jungs. Son, where'd you find this? Ich beobachte dich. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Ja. Freu mich für dich. Ciao, wir sehen uns. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Okay, das freut mich für dich. Nice aim, Bro. Wie er es so gesagt hat. Reich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Richtig traurig einfach. Als hätte er so seit 2 Jahren nichts getroffen einfach. Bro, so satisfying, ich schwör. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Stimmt, sofort. Ich lieb's. Game auf Deutsch, Punkt, Punkt, Punkt. Ah, Bruder, ist geil. Ich find's nice auf Deutsch. Achtung, Bedrohung. Ich hab... Achso, Freunde, hab mich gefreut. Ciao. Wo ich einfach noch einfach den weltkürzesten Sprung der Welt. Okay, wie genau müssen wir das jetzt hier machen, Freunde? Also ich dachte halt, dass wir es vielleicht stoppen müssen, dann an die Wand und dann hochspringen. Also quasi, pass auf, ich hab eine Idee. Ich weiß nicht, ob das der Intended Way war, aber es hat funktioniert. Carl, das Imperium hat deine Position. Du musst schnell da weg.
Okay, let's go. Schau mal bei Fabo auf Twitter vorbei. Drama in zwei Akten. Wait, what? Er hat irgendwie einen Tweet von mir gedingst. Drama in zwei Akten. Change my mind, aber ich finde es sehr wichtig, dass bei einem Haha am Ende ein H steht. Bro, nein, das haben Leute falsch verstanden. Also pass auf, die Reihenfolge ist folgendermaßen, okay? Also, das allerbeste ist, sagen wir sowas hier, okay? Dann ist das das nächste und das ist das Schlimmste. Und das ist das allerschlimmste. Okay, so würde ich sagen, ist meine Reihenfolge. Aber wenn es nur sowas Kurzes ist, also das hier sieht besser aus als das hier, so meine ich. Das war der Tweet. Also ich finde halt so besser als so. Versteht ihr, was ich meine? So sieht low aus. Wenn jemand haha schreibt, dann denke ich mir so, Bruder. Und so sieht's lustiger aus. Kurz durch die Haare fassen, Alter. Weirder Flex. Bruder, auf einmal Tarzan oder was? Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Na los, hol ihn uns. Na, noch jemand? Beeilung, fangt ihn! Ja, ich hab ihn erwischt! Freut mich. Schießt auf ihn! Bruder, gönn halt! Kein leichtes Ziel! Sieht nicht gut aus. Ey, da will man einmal in Ruhe eine fucking Lootbox aufmachen. Er ist tot. Man wird doch wohl noch mal in Deutschland in 2019 mal eine Lootbox aufmachen dürfen. Lass sie nicht entkommen. Die da oben verbieten uns schon alles. Und jetzt auch noch die Lootboxen. Ich, oder hier gleich hops, Freunde, ich sag's euch. Stim, hierher. Yes. Oder jetzt lass mich doch mal heilen, du Knecht. Wirf mal her. Keiner muss ihn erledigen. Junge, wie hab ich diese abgekehrte Rolle gesehen? Los jetzt! Ey, Bruder, es ist auch ein Witz. Es ist auch ein Witz. Warum sind die denn so stark, die Jungs? Ich schwöre, die haben übelst krasses Schild. Du musst immer dieses Schild wegballern. Und dann, wenn die so am Schwanken sind, dann musst du denen noch einen Hit geben. Aber das ist echt tricky, Mann. Wenn du hier schon strugglest, na. Es ist so wie bei Dark Souls, Bro. Ich finde die Bosse leichter als die Trash-Mobs. Aufpassen! Er hat zu viel Angst! Bringt es zu Ende! Ich würde nicht sagen, dass wir struggle. Er weicht aus! Bruder, Junge, warum greifst du den an, den ich anvisiere? Danke. Brauch einen Stim! Du kannst das Ding entkommen! Digga, er pariert aber auch einfach nicht, es juckt ihn auch einfach nicht. Gib mir einen Stim! Jetzt aber! Lass ihn ausbluten! Ey, Bruder! Danke, oh mein Gott! Junge, oh mein Gott! Hilfst du mir mal? Viel zu knapp. Pog you, dude, wir haben's geschafft. Bruder, die Jungs waren stark. Hey! Was war da drin? Hier, damit geht's bei jedem Spiel besser rein. Ein Song oder so? Achso. Damit geht's wahrscheinlich besser rein, oder? Oh shit. Oh, Junge, war das knapp. Bruder, das ist einfach bei Mario, dieses Level mit dem Pinguin. Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass wir hier waren. Dann sind wir im Vorteil. Wir verpassen uns zu viel Story, Jungs. Noch. Wir wollen keine Story verpassen, alright? Weil wir gute Gamer sind. Wir sind gute und sehr aufmerksame Story-Game-Spieler, okay, Freunde? Nicht, dass jemand im Chat triggert ist, weil ich irgendwas nicht zuhöre. Oh, fuck.
Bruder, die Ratte ist OP. Oh, wir haben nicht so viel HP gerade vorhin, das ist ein bisschen ungünstig. Hier soll man dem nächsten Checkpoint kommen. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Okay, das freut mich. Scheiße, von wo kam ich denn, Jungs? Von da, oder? Von der Mitte. Also müssen wir wahrscheinlich dann da lang. Ja. Du hast einen Raumschiff-Skin gefunden. Ich komm nicht durch. Real? LOL! Okay, wild. Oh, finde ich nice. Nehmen wir. To. Danke, Bro. Vor uns ist ein Sturm. Oh, nice. Hier er hat die Ausrüstung des Imperiums lahmgelegt. Uff. Mach mal jetzt dein Lichtschwert. Ja, geht nicht, Bruder. Dafür müssen wir in dieser Base sein. Ich glaube, da können wir nicht einfach so hin. Oder können wir das jederzeit auch unterwegs machen? Ich bin der Meinung, dass wir das nur da vor Ort können. Aber ich kann gerne nochmal schauen, aber ich glaube, wir können das nur vor Ort machen. Ja, nee, wir können das nur vor Ort machen, Bruder. Wir müssen dazu in diese Base gehen. Geht auch im Raumschiff. Okay, gut, ja, dann halt dann das nächste Mal, wenn wir da sind halt. Da ist noch so ein Ding. Ah, vermutlich fahren da so Dinger dann hoch. Aber wahrscheinlich müssen wir erst hier hinten was aktivieren oder so. Gut, Jungs, schönen guten Tag. Ich würde euch gerne alle umbringen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche auch Hilfe, Bruder. Junge, schrei halt. Sofort. Bruder, wie soll ich ihn denn predikten? Ich schwöre, diese Böcke sind auch einfach anders OP. Okay, die sind broken, Jungs. Ich glaube, diese Böcke sind Meta. Change my mind. Ich habe letztens gehört, dass Teemo wohl gerade Meta ist in League of Legends. Bruder, was ist denn da los? Da muss ich aber komplett los. Niklas meinte, dass Teemo eine krasse Winrate hat oder so. Nein? Okay, gut. Dann ist Niklas einfach ein PP. Ja. Aua! Wirf ihn her! Junge, einfach Horn abgeschnitten. Auch frech. Oh. Ist nicht dein Ernst, Bruder. Ich komme extra hoch. Du gehst runter. Ja, ach so! Stim, hierher! Ja, hab ich pariert, du Stück Shit. Boom, Junge. Deine XP musst du noch holen. Wait, what? Hab ich unten einen vergessen? Ah, oh lol, danke, Chat. Hey, BD1. Bro, ich küsse eure Augen, Jungs. Danke. Kranker Call, das hätte ich voll vergessen. Danke, Mates. Kuss aufs Auge. Ja, VIP, VIP. Einfach alle. Ich gebe euch einfach allen VIP, Jungs. Und dann ist man cool, wenn man keins hat. Neuen Terrarium-Samen erhalten. Was genau können diese Samen, Jungs? Wofür waren die nochmal? Ist das irgendwas Optisches, oder? Oh, ich gedacht, dass wir hier durch müssen. Okay, müssen wir nicht, okay. Die wachsen dann im Schiff. Kannst du im Schiff pflanzen?
Zum Befruchten. Ah ja. Oh, warte mal, hier geht's aber irgendwie weiter. Ah, ne. Okay, hier ist auch so ein Fahrstuhl-Ding. Okay. Ja, wir müssen irgendwas aktivieren. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, holy shit, dieses Wirbelsturm, Jungs. Ich treffe gar nicht so richtig, wie es weitergeht, ehrlich gesagt, Jungs. Seid ihr, also versteht ihr gerade? Aber vermutlich dann hier, oder? Müsste nicht langsam mal wieder ein Bossfight kommen? Oder geht's nur mir so? Oh. Einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Das könnte vielleicht einer sein. Ja, unglaublich. Oh damn, wir können das anhalten? Holy shit. Bruder. Okay, oh fuck. Das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Aha, okay. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, Freunde. Wir fahren irgendwie gerade sehr, sehr weit in den Keller runter. Alter. Wir sind gleich auf dem Niveau von meinen Jokes angekommen. Uff. Rockbottom, Jungs. Hast du keinen Bock, die Karte zu benutzen? Ganz ehrlich, Karten benutzen in Games ist so wie, weiß ich nicht, ist so wie IKEA-Anleitungen, weißt du? Die benutzt man einfach nicht. Ich bin im Grab. Riesig. Imperiale? Tannanzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Alter, Bruder, ich find's wirklich genau, nice Design hier. Er ist, Nice. Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Warte mal, hier muss noch einen Weg nach links geben. Ah ja. Hast du das gesehen? Ich glaube, ich will mit der Kugel nichts machen, Freunde. Aber die ist gut am Upspin da unten, Junge. Keine Ahnung, was zum Fick die da macht, aber... Wir müssen die Kugel irgendwie später bewegen mit der Macht oder so. Vielleicht kriegen wir die jetzt gleich. Okay, Bruder, nail it in, dude. Für die Kugel brauchst du mehr Fähigkeiten. Wait, ich muss... Muss ich skillen, um die Kugel zu bewegen, oder wie? Oder ist es einfach, dass ich noch nicht weit genug in der Story bin? Ah, Bruder! Oh mein Gott, Junge, hier sind ja über viele. Ah, Bruder! Boah, Diggi. Ist nicht. Wirklich, das ist auch einfach frech teilweise. Ich brauche einen Stim. Na, Bruder! Oh mein Gott, Kevin. Konzentrier dich doch einmal, du Knick. Kurz mal 90 Grad Drehung gemacht, man kennt die Klassiker. Oh, mal ich die Hops. Nee, ach, Digi, ist nicht dein Ernst. Fuck. Heute easy noch die 100 Tode. Nee. Ich meine, wir haben 3,5 Stunden noch circa, beziehungsweise so 3 Stunden vielleicht, weil 21.30 Uhr sollten Danny und ich vielleicht ins Teamspeak gehen, um uns ein bisschen vorzubereiten. Aber als ob wir in 3 Stunden jetzt nochmal 40 Mal sterben, das ist ziemlich unrealistisch. Junge, hier? Oder ich glaube, ich brauche wirklich doppelt so lange für das Game, wie normal. Ja.
Was machst du mit Danny heute? Danny hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen Minecraft Saturday spielen möchte. Ist sowas wie Minecraft Monday, nur von anderen Leuten und mit weniger Prize Pool. Und besser organisiert, actually. Du kämpfst nur falsch, beziehungsweise ineffizient. Oh, what the fuck? Ich kann noch nicht glauben. Ja, Bruder, es ist manchmal wirklich nicht so einfach zu fighten. Glaub mir, es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussehen mag. Und dazu kommt einfach, dass ich nicht unbedingt der Krasseste bin in sowas. I don't know. Aber es macht sehr viel Bock auf jeden Fall. Yo, Steve, Bash, Kunos, Otrix, Kevin, Rush Mountain, Drake, Rongo, Fina für die Subs, Boys. Wir sind aktuell irgendwie bei 9800 Subs oder so. Sehr, sehr nice. Danke, Boys. Ah, 9740, aber auch trotzdem nice. Wie viele Mods hast du? Weiß ich nicht. Wir haben gerade einen neuen dazu bekommen, Mölp. Und vielleicht holen wir die Tage nochmal einen dazu, mal gucken. Block mehr ausweichen ist nicht so gut. Ja, hab ich gemerkt, Bruder, versuche ich auch. Aber es ist nicht so einfach, gerade wenn ich so vier Leute gleichzeitig angreifen. Das Baba oder das Basti-Battle ist immer noch beste. Fand ich wirklich sehr nice, Alter. Ich hoffe, Basti macht das die Tage nochmal. Wäre sehr, sehr nice. Hätte ich sehr Bock drauf. Benutze im Kampf verlangsamen, ist so leichter. Damn, son, where'd you find this? Ich weiß nicht, ob ich es bisher nicht bemerkt habe, aber du hast heute noch nichts gegessen on stream. Wird mal wieder Zeit. Cindy kocht was. Beziehungsweise, wir machen heute die Sparversion, Freunde. Wir haben, was heißt Sparversion, aber die Zeit. Wie sagt man das? Also, was ich sagen will, ist, dass wir heute nichts richtig kochen oder so, sondern wir einfach so ein Ding von Iglo reinhauen. So, wir haben so Gemüsepfannen geholt von Iglo, die man sich einfach irgendwie in den Ofen knallt und gut. Warum bin ich hier gerade gestorben? Kann mir das jemand erklären? Das war legit der einfachste Fight bisher. Ich will kurz schauen, dass wir nichts übersehen. Bruder, seine Leiche springt noch einmal auf chillige Basis. Gemüsepfanne im Ofen, geil. Mann, das hieß halt so. Also wie so ein Gemüseauflauf, aber halt schon fertig. Sah ganz geil aus, aber mal gucken. Ich habe auf jeden Fall schon gut Hunger, Alter. Weiß er, dass er Ziele anvisieren kann? Auf wen? Was genau können wir damit machen? Warte mal, wir machen es nochmal fix aus. WTF, was macht er? Ich glaube, ich brauche das Windding noch nicht, oder? So, ich wollte oben drauf springen, aber das geht nicht. Okay, never mind. Ach so, da mussten wir es erstmal anstoßen mit dem Wind. War es vorher still? Ah ja, wahrscheinlich war es vorher still und wir haben es erstmal damit so in Schwung gebracht. Ah, jetzt check ich, okay. Vespri, Stieb, Navid, Joshua, danke für die Subs, Boys. Dickes Papa in Chat, vielen Dank, mein Mates. Oh, Bruder. Oh, wait, wir haben zwei Fähigkeitspunkte oder Fertigkeitspunkte. Lass kurz skillen. Ich freue mich wieder auf die Ich habe mein Abi gemacht und du bist immer noch bei den Boss-Kommentare. Ja, die kamen schon, Bro. Keine Sorge, wir waren vorhin kurz stuck für 10 Minuten bei so einer Kröte. Die habe ich heute schon bekommen, Bro. Was haben wir hier? Greif Kerl nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Sieht lame aus. Was haben wir hier?
Oh, das ist ziemlich cool, denke ich. Lass uns die erlernen. Ich verstehe immer noch nicht genau, warum hier jetzt bei Macht und bei Überleben noch nicht mehr kommt. Wieso kommt da nicht noch mehr? Muss ich erst mehr Skillpunkte verteilen oder woran liegt's? Ah, ich muss mit der Story weiterkommen. Ist es dann aber irgendwie smart, die Punkte aufzuheben? Nee, wa? Vermutlich nicht. Moment, wer ist der Typ da hinten? Wer ist der Kollege? Das ist ganz was Neues. Oh fuck, okay, holy shit. Okay, Bruder, dann wollen wir mal, wa? Freut mich, schön dich kennenzulernen. Cooler Ausfallschritt. Bin hier drüben, du Idiot. Meint ihr, ob ich sowas auch parieren kann? Aber modisch, wa? Wenn es nicht rot ist? Okay, ich probier's einfach nicht aus. Scheiß drauf. Er schießt nach oben, WTF. Junge, wo aimst du hin? Easy, Bros. Super easy. Ich seh's mir an. Der war easy. Der war nicht schwer. Wo geht's hier lang? Hier hinten könnte irgendeine Kiste sein. Das fühlt sich an wie eine Kiste. Alles klar, Kevin. Geile Kiste, Bro. Die war ja richtig nice. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, was wir genau machen müssen, Jungs, um ehrlich zu sein. Können wir hier einfach schon durch? Nee, wir müssten irgendwas machen. Ich meine, es würde halt irgendwie Sinn machen, wenn wir die Kugel irgendwo hinbringen müssten, aber ich... So genau weiß ich es jetzt auch nicht. Oh, warte mal hier. Oh, schaut mal. Hier ist wieder so ein Ventilator, Freunde. Aha. Okay, was genau haben wir jetzt davon, hier zu sein? Nichts, oder? Wait, what? Da war noch eine Wand, Bro. Da kann man hochklettern. Oder, das habe ich nicht gesehen. Fuck! Oh mein Gott. Junge, ich schwör manchmal, Alter. Doch das hier demolieren, weil wir frech sind. Kann ich das da stoppen? Nee. Das ist so Uncharted-Feeling, holy shit. Uncharted fand ich, glaube ich, nicht so ultra geil, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht mehr so geil dran erinnern, muss ich sagen, aber... Es war nicht mein favorite Story-Game. What the fuck? Was hab ich falsch gemacht? Jungs, shut up, dude. Yo, Knack Brother, it's no Conkaiser, Checker, Broken Squad und Steve's droppt noch einen Sub für Leon. Jungs, kurz aufs Auge, Mann. Danke für die Subs, Mates. Vielleicht machen wir heute noch die 7, die 9-8 voll. Wäre sehr, sehr nice. Wait, wie genau? Wie genau mache ich das aus, Jungs? Oder muss ich hier hin jumpen und dann so movementmäßig darüber? Müssen wir so movementmäßig darüber? LOL! Okay, krass.
Als ob es hier auch an ist. Meine Fresse, Alter. Bruder, wahrscheinlich spawn ich. Alles cool, nicht aufregen. Alles chillig. Ey, bitte sag mir, dass ich jetzt nicht übel weit weg spawne. Bitte nicht, Bruder. Da habe ich jetzt gar keinen Turn drauf. Bitte sag mir, dass ich jetzt nicht shit ton miles away bin. Na, geht ja noch. Ist okay. Spawn Trap, ja, ja. Wie in jedem Spiel, Kevin kackt ab. Das Ding ist, Freunde, ich wette, die Leute, die im Chat am meisten rumflamen, sind die, die selber am waxen sind in den Games einfach. Ich schwöre. Safe call. Ich wette, ihr würdet hier richtig abkacken, Alter. Wann hast du eine neue Kröte gefunden? Was für ein Ding? Nice. Alles cool, Freunde, das war mein XP. Oh, warte mal. Es sieht mir irgendwie aus, als hätten wir da was übersehen, Jungs. Einen Moment. Ein Checkpoint, Boys, let's go. Hab das Spiel durch und du bist eh voll gut für Papa Platte Niveau. Danke, Bro. Das ist, danke. Für Papa Platte Niveau hat mir gefallen. Danke, Mate. Das sind die Sachen, die man hören möchte, Alter. Yo, kennst du die Stellung 71 ist wie 69 mit jeweils einem Finger im Arsch? Wie weit macht das Sinn? Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Ich verstehe es nicht so ganz, muss ich sagen, Bruder. Aber, danke, Mate. Wieder was dazugelernt. Verstehe nicht so ganz, was macht dieses Windding hier? Das verändert doch überhaupt nichts. Achso, doch, warte mal, wir können wahrscheinlich weiter springen, oder? Junge, herrlich. Oh mein Gott, ich lieb's. Okay, ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier so einen Jumbo-Sprung machen. 69 plus zwei Finger. Ja, ich, also, ja, okay, gut. Ich hätte irgendwie lustiger gefunden, wäre die Zahl, also, bei 69 ist ja quasi, dass diese 6 in die 9 geht, wisst ihr, was ich meine? Also das, versteht ihr, was ich meine? Deswegen heißt es ja so. Und es wäre witzig gewesen, wenn die 71 auch so von der Optik her irgendwas damit zu tun hätte. Dann wäre der Gag lustig gewesen. So finde ich ihn nicht lustig. Ich glaube, solche Attacken kann ich nicht blocken, Freunde. Mal so langsam sein wie der Typ, Alter. Der ist langsamer als ich im Bauen in Fortnite, Alter. Wirf ihn her. Mach mal schwerer. Oh, Bro, ich bin auf dem zweitschwersten Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, also laut Chat sollen wir es nicht schwerer machen. Laut Chat bin ich schon richtig krass am Choken. Was aber gelogen ist. Uff, Digga, Rätselkönig. Oh, hab ich irgendwas übersehen? Oh, ein Checkpoint. Oh, warte, dann gehen wir nochmal fix zurück. Wo genau habt ihr den Checkpoint gesehen, Jungs? Oh, nice. Oh, lol, was ist das denn? Kommen wir hier irgendwie rein, Jungs? Ey, so eine Dinger könnten sowas sein wie, also, wenn wir drei von denen einsammeln, wenn das jetzt so ein Lebensding wäre, dann kriegen wir mehr HP, Alter. Erst später? Fuck. Okay, schade. Aber wo genau habt ihr den Checkpoint gesehen, Jungs?
Das war der Checkpoint. Ach, das war das, was ihr meintet. Ah, danke, Jungs. Da hat sich's ja richtig gelohnt. Scanne deine Gegner, um mehr XP dazu zu bekommen. Mache ich meistens, Bro. Eigentlich immer. Also immer, wenn ich sehe, auf jeden Fall. Mann, mich nervt irgendwie, dass wir noch nie, also dass wir nirgends mit diesen, mit dieser Macht irgendwas wegschieben können aktuell. Oh, ich könnte die Wand scannen oder gehe ich nochmal zurück vorne für die XP? Oh, what the fuck? Ist das irgendwie so wie so ein Flashback gerade? Okay. Bruder! Diese. Konzentration! Oh, wir kriegen einen neuen Skill, Jungs! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Erinnert mich an zu Hause. Kriegst du zu Hause Steine ins Gesicht? Opfer. Schiebe den Ball mit der Macht zum Ziel. Oh, wir kriegen den Machtschub. Gut, weiter so. Blicke immer auf den Ball. Drück den Ball weg, bevor er dich erreicht. Wait, was geht nochmal nicht falsch? Achso, ich muss es einfach früher machen, oder? Schließ den Test ab. Ah ja. Was im Weg steht, das setzt zum Weg. Let's go. Warte mal, dann gehen wir mal fix zurück. Vielleicht können wir die Wand da hinten jetzt auch wegmachen. Avada Kedavra. Alright, dope. Wait, hier ist nichts. Was ist denn das für ein Jumbo-Scam, Alter? Oh, warte. Oh, warte mal, hier kann ich irgendwas scannen? Noch etwas? Mhm. Kann ich irgendwo hier hoch oder so? Da oben ist halt eine Kiste, aber ich check grad nicht so ganz, wie ich hier hoch soll. Bruder, ist das Game neu? Ich glaube seit einer Woche oder so, also, oder zwei. Aber seit dem 15. glaube ich sogar. Es kam, glaube ich, am selben Tag raus wie Pokémon. Kommt man erst im Verlauf des Levels hin, okay. Warte mal, hier war aber trotzdem noch so ein Seitengang, meinte ich. Oh. Oh, Bruder, was macht er jetzt? Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Ja, moin. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Ich schau gleich mal, wie das Essen aussieht, Jungs. Ich hab gut Hunger, Alter. Energy ist gerade gut, AFK, Mann. Du bist an einem Rauf vorbeigelaufen. Raum wahrscheinlich, oder? Oh, what the fuck, ja, so ein Geil. Ey, Jungs, sind gerade alle im Chat AFK, oder ist... Moment. Hat der Chat gerade überhaupt nichts geschrieben oder war mein Chat irgendwie buggy gerade? Oh, buggy? Okay, what the fuck, Alter. Jetzt hat er locker für 10 Sekunden niemand geschrieben. Ich hab gerade richtig verloren. Ich brauch Hilfe! Geh den Seitenangang und dann kommst du zur Kiste. Ja, mach ich gleich, Bruder. Aua! Oder ich spiele nicht so aufmerksam. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren gerade. Aua, Bruder! Der ist ein bisschen stärker als die anderen, kann das sein? Der macht die ganze Zeit so AOE-Attacken. Ooh.
kann R2 auch zum Fighten benutzen. Okay, nice. Ey, warte mal, wir gehen mal. Oh, hier können wir was scannen. Wir gehen aber gleich nochmal fix zurück in diesen Raum, Jungs. Ich will die Kiste. Ich krieg wieder irgendeinen nicen. Irgendein nices Cape oder so, maybe? Nice. Okay, perfekt. Guter Call, Jungs. Und hier ist auch ein Checkpoint. Ich lieb's. Ach, hier ist gar kein Checkpoint. Der Wächter ist lange zerstört. Ach, einfach XP. Nice. Aber auch nice. Komm, irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Kein Laserschwert. Was haben wir gefunden? Laserschwert-Shit. Nice. Arschgeile Nummer, Bro. Super Sache. Heil dich? Ja, oder wo halt? Wir haben halt keinen Checkpoint hier irgendwo. Wir brauchen einen Checkpoint zum Heilen. Ich hoffe, hier kommt gleich noch einer, Alter. Sonst sieht es ein bisschen ungünstig aus. Och, Bro. Pop you, dude. Oh. Was ist mit dem Ding, wovon wir dachten, es wäre ein Checkpoint? Au. Oh. Oh, meinte ich, kann das jetzt aufmachen dann? Alter, holy shit. Bruder. Holy fuck, okay, wir können jetzt richtig nice neue Sachen skillen. Karls maximale Macht erhöht sich, okay. Können wir auch das mit dem maximalen Leben hier skillen? Nice. Okay, mit unserem nächsten Fähigkeitspunkt skillen wir mein Leben, Jungs. Dope. Ich rufe wie so ein Autist, Alter. Was ist das hier? Karl regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Stim-Behälter von BD nutzt. Oh, also unsere Heal-Tränke wären stärker. Okay, nice. Was gibt's noch Neues? Hält zu verlangsamen, kann Kell sein Ziel, das hatten wir schon. Erhöhe die Distanz, die Kell mit einer Sprintattacke zurücklegt. Oh, okay, krass. Oh, dope. Okay, das ist sehr, sehr nice. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das hatten wir schon, ja. Oh, das ist so ein Kombo-Angriff, wenn wir 2x4 drücken. Nice. Was gibt's hier noch? Hältst du verlangsamen, kann Kell alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Oh, okay, krass. Also wir können so ein AOE verlangsamen machen. Okay. Karl regeneriert mehr Macht. Kell meine ich. Wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Und hältst du Schub, kann Kell Gruppen von Gegnern zurückwerfen. Oh, okay, krass. Auch, also das hätte dann mehr Range dann. Oh, hört sich auch sehr nice an. Karl einfach. Ja, dope, Alter. Wir müssen unbedingt XP farmen, Jungs. Also, safe call, dude. Ach, Freunde, wir sind wieder hier. Ja, dann müssen wir vermutlich jetzt die Kugel schieben, oder? Bruder, einfach Basketball. Schönen guten Tag, Meister. Freunde, da war es Nummer 61. Bruder. XP-Farm rennt aber an dem riesen Dude vorbei. Ja, Mate, ich glaube, der bringt jetzt... Also, ich würde schon gerne XP-Farm, aber ich muss jetzt nicht jeden Gegner nach jedem Mal heilen, doppelt und dreifach töten, Bro. Ich will auch vorankommen mit der Story, viel wie Brudi. Wir sammeln auf dem Weg easy genug XP. Oh, wir sind hier wieder. Ah, guck mal, Bruder, wir killen ihn jetzt für dich. Aua! Lol, ach so, mit der Macht. Junge, wir haben einfach Arm abgeschnitten. Junge, holy shit! Du, wir haben einfach komplett seine Ehre zerfetzt. Na gut. Ich könnte seine Kugel mit dem Machtstoß rausschießen da. Oh fuck.
Warte mal, genau. Wofür genau brauchen wir zwei Kugeln, Jungs? Bin ein bisschen verwirrt. Wir machen erstmal die da rein. Dann schiebt sich das Ding da hinten hoch. Okay. Ja, dann muss die wahrscheinlich hier rein, oder? Bruder. Ich sollte vielleicht auch den fetten Ventilator hier ausmachen vorher. Könnte smart sein. Ich sage, er braucht eine Stunde für das Rätsel. Ja, wahrscheinlich, Bruder, oder? Einfach Rätselgame. Theoretisch müssten wir jetzt da nach links können, weil wir haben jetzt da so ein Ding hochgefahren. Moment, haben wir doch? Wir haben doch so ein Ding da hochgefahren, oder bin ich low? Oder war das woanders? Don't tell him, Chad. Ja, shut up, dudes. Warte mal, ich geh nochmal nach oben. Oh. Hallo. Hast du schon probiert? Ja. Und? Mir schmeckt's ganz gut. Also was ist das jetzt genau? So eine Gemüsepfanne überbacken oder wie? Mit so Tortillastreuseln. Mit so Tortillastreuseln, uff. Isst du auch sowas? Ja. Oh, guten Appetit. Lass dir schmecken. Danke, Babe. Übel nice. Haben wir noch ein Brot oder so? Kannst du mir schnell eins rüberwerfen? Ungetoastet einfach. Jungs, hittet mich nicht mit dem Pipo-Fett. Okay, guck mal, ich habe heute bis jetzt... Was habe ich bis jetzt gegessen? Ein Toastbrot. Ich habe legit ein Toastbrot gegessen. Und ein Bananenshake. Danke, Babe. Lass es schmecken. Mashallah, Bruder. Kuss. Man hat geschrieben, Bassi ist kacke. Lass Bassi in Ruhe, du Knecht. Alright. Wieso esst ihr nicht zusammen, Bro? Oh, machen wir manchmal. Aber, I don't know. Cindy macht gerade viel ohne Jungs. Weil sie war übel lange krank, so wie ich auch. Und muss jetzt übel viel nachholen. Oder ich schwöre, wenn du in der Uni krank bist, bummst du dich einfach richtig. Sie war jetzt, glaube ich, 2 Wochen krank oder so. Sie hat es ja noch härter erwischt als mich. No homo. Und, Junge, wenn du 2 Wochen nicht in der Uni warst, Bruder, viel Spaß. LOL. Es muss hier noch eine Kugel geben. Krass. Man kann sich Tipps abholen, wenn man übelst am Schoken ist. Ich find's nice in dem Game, dass es zwar schon so ein bisschen rätselig ist manchmal, damn, aber man nie so richtig stuck son, ist oder so. Sehr, sehr geil. Katara, danke für die 10 Euro. In welchem Semester ist sie? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass Cindy noch ein... Also sie muss jetzt noch ein Semester machen, dann ihr Praktikum und schreibt dann ihre Arbeit und ist dann fertig. Also im vorletzten oder so. Ich glaube im 4. oder 5. In welchem Semester bist du? Nee, woher soll ich das wissen? Im 5. Jungs. Ganz ehrlich, frech. Is this what you want? Come on, strike me down. Warte mal, kriegt er jetzt einen Blitzschlag?
You don't have the ball. Oh shit, Alter. Danke für die 10 Euro, mate. Digga, holy fuck, Alter. Damn, son, where'd you find this? Heute noch Super Mario 64? Leider nicht, Bruder. Ey, aber hätte ich übel Bock drauf die Woche. Jetzt kommende Woche, Bruder, machen wir. Aber wir müssen erstmal Star Wars finishen und danach wahrscheinlich noch Need for Speed. Aber ansonsten bin ich bei dir, Bruder. Wir heilen mal ganz kurz. Morgen ist die Woche zu Ende. Mhm. Weiß ich. Denkst du aber, ich bin ein abgehobener Livestreamer, der die Wochentage nicht kennt? Damn, son, where'd you find this? Natürlich kenne ich die. Oh, diese Pfanne hier ist ziemlich geil, Alter. No joke. Bisschen heiß einfach, das ist pure Lava, aber ansonsten geil. Neue Moneyboy-Track zum Essen hören? Mhm. Hab ich schon gehört. Das ist nicht so geil, finde ich. Ich habe noch einiges an Zeug in das Powerpack gepackt, wenn du Bock hast. Auf jeden, Henry. Machen wir dann noch Helmet bei Minecraft. Ich schwöre, ich komme gerade Damn, wieder und du isst. Son, where'd you find this? Redmann, ich habe einen Toast mit Eiersalat gegessen bis jetzt. Den kompletten Tag. Okay. Tut nicht so, als würde ich den ganzen Tag essen. Meinung zu Google Stadia? Sieht sehr, 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 sehr nice aus. Ich weiß, Bro, aber es ist funny, wie ich es time. Ja, ja. Es gibt auch immer so Leute, die dann immer so schreiben, oh, Bruder, immer wenn ich komme, isst du gerade. Oh, Bruder, ich schwöre den ganzen Tag nur am Essen. So, es ist doch normal. Guck mal, ich bin jetzt seit 9 Stunden wach. In der Zeit, Freunde, habt ihr locker schon 3-mal so viel gegessen wie ich. Ich esse auch gerade. Guten Appetit, Bruder. Was gibt's gerade bei dir, Rätsmann? Tja, dann alle, die gerade essen, was fresst ihr gerade? Irgendwas Geiles? Pizza? Schweinefleisch? Ja, normal, man kennt ihn. Damn, son, where'd you find this? Chips. Fettsäcke. Oh fuck, was hat Rätsmann geschrieben? Oh! Oh, Bruder! Damn, son, where'd you find this? Junge! 1000 Grad heißer Brokkoli gegen Gaumen einfach. Neues YouTube-Video. Alter Schwede. Bruder, wann kommt der Merch? Pass auf, Freunde, ich hab morgen ein Telefonat, okay? Vielleicht kriegen wir es hin, bis in 2 Wochen einen kleinen Mini-Merch-Drop zu machen, wo ein T-Shirt rauskommt, okay? Wir müssen dann nur gerade mit den Produzenten reden und so, ob das alles klappt und so. Aber im Grunde ist das der Plan. Und das wäre dann aber halt so, dass ihr quasi, so wie bei Justin quasi, deswegen bin ich auch drauf gekommen, so viel vorbestellen könnt, wie ihr wollt, für 3 Tage oder so. Und dann ist zu. Und dann kriegt ihr die dann irgendwann Ende Dezember aber erst. Also wahrscheinlich sogar nicht. Also wahrscheinlich ist die Lieferung noch nach Weihnachten. Aber ist, glaube ich, trotzdem cooler als nichts. Also ich weiß nicht genau, wann wir die Lieferung hinbekommen. Wie gesagt, da müssen wir mal schauen. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wir reden morgen halt mit den Produzenten da. Mal gucken. Also im Optimalfall wäre schon halt, wenn es vorher anguckt, kommt, aber wir schauen mal. Ist es dann eher Merch oder schon eher Mode? Das ist Merch dann. Also was heißt, also es ist halt ein cool geschnittenes T-Shirt, also es soll so, ich sag mal so wie das hier. Weißt du, so den Schnitt quasi. Okay. Und dann ist hier quasi ein kleiner Print drauf. Für wie viel? Ich weiß nicht, wie teuer die Produktion ist, aber ich plane 24,99. Das ist mein Plan. Ich muss mir eben noch einen Toast holen. Also 24,99 ist der Plan. Ich kann euch das noch nicht versprechen, Jungs, aber das ist das, was ich anpeile.
dann wird's halt nicht. Also ist halt noch nicht safe, Jungs, wie gesagt. Cindy meine gerade schon, ich soll nicht alles gleich direkt sagen, weil wenn es dann am Ende nicht klappt, wäre kacke. Aber wie gesagt, also das ist halt noch nicht safe, Jungs. Wir reden halt morgen mit den Produzenten und fragen denen halt, ob es klappt so schnell. Es war eine sehr spontane Idee von mir. Also es ist noch nichts safe, Freunde. Aber sonst, ich meine, ansonsten können wir sowas auch mal im Januar einfach so raushauen, wäre auch cool. Dann ist halt nach Weihnachten, scheiß drauf. White people fett, noch mehr Toast. Bruder, ich weiß nicht, manchmal muss ich wirklich sagen, finde ich so ungetoasteten Toast geiler als getoasteten Toast. Ich weiß nicht, wie das fühlt, aber gerade auch so bei Nutella, Alter. Also so manchmal finde ich es richtig geil, einfach so ein ungetoastetes Brot mit Nutella zu ballern, Junge. Das ist einfach Choc-Güzel, Alter, no joke. Mit so richtig dick Butter drauf. Nee, also was ist mit Menschen falsch, die Butter und Nutella kombinieren, Alter? Real talk. WTF, Alter. Das ist so ruppig. No joke. Neuer Track aus OG Kimo, seinem Album. Ich hab keine Ahnung, wo meine Maus ist, Bro. Achso. Ja, moin. Meine Maus ist leer. Das war's an der Stelle komplett. Hast du heute noch andere Gamepläne für heute oder bleibt es bei Star Wars? Ab 22 Uhr spielen Danny und ich ein Minecraft-Turnier mit. Das Kabel ist zu dick. Was sich Minecraft Monday, Minecraft Saturday schimpft. Mal schauen, wie das wird, Bruder. Sorry, Bro, ist gerade ein bisschen schwierig. Meine Maus ist leer und ich bin zu froh, die aufzuladen. Danke für die 2 Euro. Ich check's gleich aus, versprochen. Ich lade sie fix nebenbei auf. Aber das Kabel ist nur so lang, dementsprechend schwierig. Ich habe immer Probleme mit dem Aufladen, Freunde, wenn ich meinen Controller benutze, weil ich nur einen so ein Verlängerungskabel habe. Und alle meine USB... Wie nennt man diese Art von Kabel? Diese kleinen... Ich glaube USB, Mini-USB oder so, oder Micro-USB, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind diese, alle diese Kabel, die ich habe, sind irgendwie so gefühlt 10 cm lang. USB-C ist was anderes. USB-C ist das Handy-Ding. Das meine ich nicht. Ne, ein langes USB-C-Kabel hätte ich sogar. Damn, son, where'd you find this? Ah, hab ich noch ein anderes Kabel, Bruder? Okay, die Maus lädt. Du checkst es eh nicht aus. White People Set. Crackspy, wenn du mir sagst, wie der Track heißt, kann ich es über Alexa abspielen. Danke für die 2 Euro, Bro. Und Thomas, danke für die 2. Ich will gerade nicht so unbedingt YouTube-Links auschecken. Ich chill gerade, Bro, aber trotzdem vielen Dank, mein Mate. Kuss aufs Auge, Bro. Goosebump Travis Scott Lo-Fi Remix. Uff. Gibt es Gewinne in Minecraft Saturday? Soll ich kurz nachgucken, wie viel es genau sind? Ich glaube 2000 für den ersten Platz. Warte mal, Danny hat mir geschrieben. Yo, Bro, bin noch zu Hause, circa 10 Minuten, bin noch unterwegs, circa 10 Minuten zu Hause. Willst du dann gleich ein bisschen Minecraft farmen werden? Yo, Bro, wollen wir uns vielleicht so um 21 Uhr treffen? Damn, passt das circa? Son, where'd you find this? Denke, 21 Uhr ist gut, oder? Haben wir noch 2 Stunden in Star Wars? Hätte ich Bock drauf. Was gibt's Gutes? Oh, wir haben hier gerade so eine Iglo. Warte. Wir haben gerade so eine Iglo-Gemüsepfanne, Jungs. Die sieht ziemlich lame aus, I guess. Aber die ist mit so einer Tomatensauce oder sowas in die Richtung. Oder nicht Tomaten, sondern... Schwer zu beschreiben, ich, ist eine Soße halt. Und darüber sind so Tortilla-Krümel drüber gekrümelt. Also so Tortilla-Chips quasi. Und das ist relativ gesund und... Also glaube ich jedenfalls. Also hoffe ich jedenfalls. Und dazu esse ich Toast. Ja, diese andere Gönnung. Okay, warte. Okay, hier. Also, pass auf. 22 Uhr geht's los. Bla, 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 bla. Gespielt wird Skywars, Survival Games und Build Battle. Also, Skywars, Survival Games und ich glaube Master Builder, meinte Basti. Und heute kommt noch TNT Run dazu. Das war letztes Mal wohl nicht dabei. Und für den ersten Platz kriegt jeder 2000.
Also hier steht $2,000 for each member of the winning team. Also $4,000 quasi fürs erste Team. Damn, dann 1.000 für jeden vom zweiten und 500 für jeden vom dritten Team. Und sie arbeiten dran, dass sie in den nächsten Events den Prize Pool steigern können auf 25.000. Was dann bedeuten würde, dass es dann das Zehnfache wäre für jeden. Also, oder es ist mehr aufgeteilt. Also entweder 20.000 für jeden oder mehr aufgeteilt. I don't know. Naja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also ja, hier steht noch, what will, okay, das ist glaube ich nicht für uns. Ja. Mal gucken, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Wer ist alles dabei? Ich weiß nicht, hier steht James Charles, aber das haben die glaube ich getweetet, dass der nicht dabei ist. Ich weiß nicht genau. Ihr könnt einfach mal Minecraft Saturday eingeben bei Twitter, Freunde. Hier. Nestorio und Grasa, ZMC Nikolai und Blushy, Best Ginger 13, Gizzy Gazzy, Poke Digger 1, Time Deo, Bionic LMAO, Donny Bobbis, Fruitberries, Your Pal Ross, Poke, Tuppel, Wixter und Wisp, Tiber und Sky, Grape Applesauce, King Tong, Huawei und Captain Sparkles, Travis und CS Coop oder CS Coop, 30 Virus EM, Purpled. Obwohl, ich brauche die nicht vorlesen. Aber ich sag euch auf jeden Fall, wir sind die letzten. Danny und Papa Platte. Wir sind ganz unten. Wichser, ja moin. Ich glaube, das sind nicht so krasse Leute heute dabei, Jungs. Aber schauen wir mal. Ich meine, ich sag ganz ehrlich, 2000 für jeden würde schmecken. Da würde ich mich nie beschweren. Haben sie deinen Namen wenigstens richtig geschrieben? Ja. Holy shit, haben sie, Bro. Pork you, dude. Nebel von OG Kimo. Alexa, spiele Nebel von OG Kimo. Bin übrigens gleich fertig. Ich kann Nebel von oben genannt Kimo in deiner Musikbibliothek nicht finden. Alexa, spiele Nebel von OG Kimo auf Spotify. Ich kann Nebel von oben genannt Kimo nicht auf Spotify finden. Alexa, so dumm, ich schwör. Alexa, spiele Nebel von OG Kimo. Ich kann Nebel von oben genannt Kimo in deiner Musikbibliothek nicht finden. Digga, wie mag ich denn aus OG? Oben genannt. Sorry, Bro, die Alte ist einfach zu dumm. Sag einfach Nebel von Kimo. Alexa, spiel Nebel von Kimo. Alexa, spiel Nebel von Kimo auf Spotify ab. Ich kann Nebel von Kimo nicht auf Spotify. Kino. Ja, dann mach mich fertig. Sag Kimo. Alexa, spiel Nebel von Kimo. Ich kann Nebel von Kimo in deiner Musikbibliothek nicht finden. Also ehrlich, dann lutsch doch einfach. Du nuddelst aber auch hart. Ja, shut up, du. Guck mal, alles andere funktioniert. Alexa, spiel irgendeinen guten Song ab von Helene Fischer. Songs von Helene Fischer werden von Spotify abgespielt. Uff, jetzt geht's ab. Jetzt. Son, where'd you find this? Vivian Leaves Tattoo. Oh. Was ist zwischen uns? Auf
das ist unsere Zeit. Atemlos, die Nacht, nächste Neujahrstag erwacht. Alexa! Alexa! Stopp! Junge, richtig schön unsatisfying beim Drop. Oh, geil. Ich merke schon gerade, wie mein Körper gerade einfach wieder sich so denkt. Du Bastard hast gerade gegessen. Wie wäre es einfach, wenn du gerade mal auf aktive Bruderbasis in den Standby-Modus gehst? Ich liebe Ashen, aber ich hasse dieses danach so kaputt sein, Alter. Und bei mir ist das irgendwie richtig krass. Das war's komplett an der Stelle, Freunde. Oh, fuck. Bruder, ich war gerade ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. Das ist nicht dein Ernst, Bruder. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey, ich muss jetzt den kompletten fucking Weg nochmal laufen. Damn, son, where'd you find this? Hallo, Baby. Hallo. Hallo, nimm mir nicht meinen Toast, ey. Du hast die Kalorien verdoppelt mit dem Toast, deswegen. Ich hab das. Wie viel habe ich jetzt gegessen an Kalorien circa? Ich habe 4 Toastscheiben gegessen und. Okay. Alexa? Wie viel Kalorien haben 4 Scheiben Toast? 90 Kalorien. Alexa? Wie viel Kalorien hat eine Scheibe Toast? 90. Toastbrot enthält 313 Kalorien pro 100 Gramm. 90. Digga, sag doch pro Scheibe, Junge. 90? 90? Ja. Also ob ich circa 800 Kilogramm, 800 Kalorien zu mir genommen? Ja, ich bin aber eine fette Sau. 100 pro Gericht ist schon viel. Ah, ist okay. Aber das Ding ist halt, so mein Körper ist auch krass angestrengt, weil es nachdenken muss die ganze Zeit und ich verbrauche auch sehr viele fucking Kalorien. Freunde, wir werden nicht auf 100 kommen. Ich mach weiter. Gut, tschüss. Tschüss. Wir sind hier, Bruder? Ist doch ein Witz. Bruder, das ist doch ein schlechter Joke, Alter, dass wir hier hinten sind. Ja, moin. Oh mein Gott, okay, Speedrun, Bruder. Okay, holy shit, Alter. Ne, mach's gut, Freunde. Warte mal, ist es noch so umgekehrt? Warum ist es in die Richtung? Achso, ja, nee, nevermind, ist ja richtig. Oh, nice, wir müssen den Regenbogen kurz aufmachen hier. Hilfe, BD1! Können wir nicht aufmachen? Okay, können wir. Oh shit, warte mal, ihr habt gerade aufgesprengt. Ja, Bruder, easy clap, Alter. Damn, son, where'd you find this? Nice. Okay, wenn wir noch eins davon finden, haben wir mehr Macht, Jungs. Aus irgendeinem Grund wurde es absichtlich zerstört. Okay, dann ist es ja mehr oder weniger ganz nice, dass wir hierher gekommen sind nochmal. Ich dachte, du wärst immer noch bei der Kröte, Freunde. Als ob ich das wirklich gedacht hab, Alter. Sehe ich aus wie ein Knecht oder was? Jetzt geht er deine Maus wieder, also check aus. Bro, ich werde erstmal durch den Song. Ich mach's wirklich gleich, keine Sorge. Danke für die 2 Euro, Bro. Und Cindy, danke für die 20 Euro. Wahrscheinlich Cindy, oder? Danke, Bro. Kuss aufs Auge, Mate. Dickes Papa Ellen Chef für den Boy. Oder das Girl. Oder wie auch immer. Vielen, vielen Dank, Mann. Bitte guck kurz an, dauert 2 Minuten nur. Machen wir gleich. Danke für die 2, Bro. Und Bro, bitte hör auf. Meine Alexa springt die ganze Zeit auch darauf an. Alexa, pack Riesendildo in den Warenkorb. Amazons Choice ist Megasol der 51502 Eros Action Fisting Gel Ultrax 500 ml. Nein, Raffat. Preis beträgt 14,49 €. Schnapper. Ich habe es in deinen Amazon-Einkaufswagen gelegt, wo du die Einzelheiten vor dem Kauf überprüfen kannst. Ey, Bruder, dieser Jump hier ist so dumm.
Okay. Kann mir jemand erklären, warum mein Hinterkopf rot ist? Danke dafür. Das Lustige ist, ich teile mir einen Amazon-Account mit meiner Mom. Also es ist immer ein ganz lustiger Moment dann. Warte mal, kann es sein, dass ich gerade im Kreis laufe? Ich bin da ein bisschen verwirrt, Jungs. Ich stehe gerade übel auf der Leitung. Wo zum Fick sind wir vorhin weitergegangen? Schon die ganze Zeit? Ja, aber hä? Schau doch mal fix auf die Karte. Wo sind wir denn? Ich stehe gerade übel auf der Leitung. Wo sind wir denn vorhin? Wo geht's denn weiter, Bro? Ist jetzt schon die vierte Runde so. Shut up. Alzheimer Inc. Nee, ich stehe gerade übel auf der Leitung. Aua! Ich muss die Wunden versorgen. Es war doch hier, oder? Wir müssen doch hier rüber, oder? Nee, ich stehe gerade übel auf der Leitung. WTF. Wie kann man gerade so lost sein? Wo waren wir denn stehen geblieben, bevor ich gegessen habe? Da sind wir doch irgendwo runtergefallen. Da sind wir auch durch so eine Spalte gegangen und dann runtergefallen. Ich bin dann stuck as fuck, Alter. Du kannst auch an den Indianen hin und her springen und höher und weiter zu springen. Und benutze deine Map, du PPger. Mach ich gleich. Das hilft mir jetzt aber gerade nicht so viel, wir laufen einfach mal weiter. Wie oft sind wir schon gestorben? 62 Mal oder so? Ach hier, Bro! We did it, boys. Okay, hier bin ich vorhin gechoked, ich erinnere mich. Bruder, es macht gar keinen Sinn. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Damn, son, where'd you find this? Hatte auch sicher keiner auf die Sitze geschifft. Verkaufe ich Ihnen das oder verkaufen Sie mir den Wagen? Naja, gut, machen wir 1900. Gut, machen wir 1500 und Sie sorgen dafür, dass nochmal jemand da reinschifft. Oder so geil, Alter. Ich schwöre, ich liebe dieses Video, ey. Junge, oh mein Gott, er hat's geschafft. Ich fass es nicht. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, schon so 18,7. 18,70, ja, dann nehme ich ihn direkt. Na, machen Sie mal eine 1000 dran, dann sind Sie beim richtigen Preis. Ich spüre noch den Hass, der dabei guckt. 80.000? Der wird zu geil. Zu geil, Alter. Machen Sie eine Null weg. 1,87 Millionen? Bro. Okay, muss ich hier runterjumpen jetzt? Ey, ich schwöre, mein Gehirn ist gerade so Power-AFK, Jungs. Wir müssen nicht runterspringen, oder? Die Kugel bewegen. Ja, aber wir müssen die Kugel ja wahrscheinlich da drauf bekommen. Alter, mein Gehirn ist gerade so auf Resident Sleeper Mode, ich schwöre. Alter, nach dem Essen, Alter. Komplett AFK. Hast du schon von OG Kimo Silung gehört? Nee.
links die Wand hoch. Oh, meint ihr, wir müssen hier rüber? Alles klar, cool. Bruder, ich bin so lost gerade. Ich raff wirklich nicht, wo wir hin müssen. Ich gebe dir einen Tipp. Die erste Kugel am Anfang brauchst du da nicht mehr. Die kannst du verschieben. Also schaut mal, hier ist noch was. Warte mal, wahrscheinlich müssen wir die Kugel hier holen, oder? Nee, warte mal, von der kommen wir her. Oder können wir die jetzt irgendwie runterkicken inzwischen? Oh shit, I don't know, was ich gemacht habe. Aber let's fucking go. Okay, die Frage ist jetzt aber trotzdem halt, wie zum Fick wir die Kugel nach da oben bekommen. Wir kriegen die ja nicht einfach so da hoch. Mit Luft dahin. In den Windkanal. Ja, aber Freunde, was für ein Windkanal? Warte mal, was ist denn das hier? Das sieht doch irgendwie richtig aus hier, oder? Oh, oh shit! Ja, Bro, easy. Das hat ja übelst gedacht. Das haben wir ja richtig schnell hinbekommen. Okay, wo muss die jetzt hin? Beziehungsweise, was hat das jetzt gebracht, dass die jetzt hier eins nach oben gegangen ist? Hat die noch irgendwas hochgefahren? Ey, ich schwöre, sorry, wenn ich gerade wirklich übel Resident Sleeper bin, aber... Ich schwöre, Alter, ich habe gerade so ein richtiges... After Essen down, Alter. Ich habe meinem Körper einfach 800 Kalorien gerade zugeführt, Alter, nachdem ich für 9 Stunden nichts gegessen habe, was einfach super dumm war. Ach, da ist jetzt so ein neues Luftding, okay. Ja, dann müssen wir vermutlich die Kugel da rausstoßen und dann wird die darüber geschleudert, oder? Das ist ja das Einzige, was Sinn macht. Oder wir müssen eine andere. Ach so, wahrscheinlich müssen wir eine andere Kugel dahin fahren. Ja, stimmt, sonst ist er wieder runtergefahren. Wait, wo ist die Kugeln? Oh Leute, oh. BD1. Okay, perfekt. Oh. Okay, die ist jetzt in Loop und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich hier hochstellen und im richtigen Moment die anhalten. Oh, der Rätselkönig, Freunde. Gar kein Problem. Sie sagte, fick bitte meine Silikonlippen. Spritz bitte auf meine Botox-Titten. Ja, moin, genau so rum war's. Nice, Bro. Let's fucking go, dude. Passiert da noch was, oder? Oder wie jetzt? Okay, ich hab mir da jetzt irgendwie mehr erhofft von, Jungs, sag ich euch ganz ehrlich. Oh! Okay. Ah ja! Was hast du gefunden? Die Sephos sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Ladies and gentlemen, we did it. Ein Wookie hat wir haben das Kapitel abgeschlossen. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Ich fass es nicht. Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk.
dann checken wir mal zwei Videos da aus, Freunde. Auf welchem Planeten bist du gerade? Ceva oder so heißt es. Vergessen, wie es heißt. Hast du schon OG Kimo Siedlung gehört? Ich habe allgemein noch nichts vom neuen Album gehört. Video brauchen wir dazu nicht, oder? Scheiß da drauf. Ah, Zeffo war's, genau, Zeffo. Ich war mal mit Ceva nah dran. Komplex, Großraum, Pants voller Stretch, Zahltag, Bitch, Zahltag, Magnum fragt, wo ist dein Cash, hol's raus, Bitch, komm und zwing mich nicht dazu, die Show dazu zu zwingen, blaue Steine in nem Durek, Nigga, guck, ich renne, als wäre es ein Urinstinkt, ja, Malbuchus, Lederjacke wie Indiana Jones. Ist okay, fahr ich nicht so hart. Und das andere, oh, Cindy, danke für die 20 Euro nochmal. Kurz hey, this is Doug Doug, where we solve problems that no one has. Today, 300 people tried to beat one love. Holy shit, das ist ein Video. Can Twitch Chat beat a single level of Mario 64? Level of Mario 64 by controlling the game entirely through Twitch Chat. To set this up, I wrote some Python code that translates messages in Twitch Chat to actual game commands. So for example, if someone types right into chat, that will actually move Mario right in the game. Plus they can make him jump, move backwards, and all the other commands you need to play the game. Now that chat can control Mario, the goal is for us to collectively beat a single level of the game. Peach's slide level is probably our best bet, since it's so short and has the least 3D movement, which means all we have to do, ich meine, ich hätte das Video schon mal gesehen, is start a new file, get into ah, nee, es kam vor einer Woche raus. Okay. The castle and beat the slide level. Is everybody ready? You guys are gonna be in control in 10 seconds. All right, y'all. Go Twitch chat, play Mario. Play Mario. Okay. Nice. This is very extreme. Are the subs showing up? They should be. Yeah, they are. Okay. Haben sie es geschafft am Ende? Oh, holy shit, sie haben es bis ins Level reingeschafft? Star to get into the slide level, so I let Twitch get Mario to the first world. Come on, you were yes! Then I took over and got the first star for them. And now with one star, everything is in place to play and beat the slide level. Twitch chat. Wow, it took a long... Alright, so clearly this perfect. It was just gonna take us one, maybe two more tries to finally get. They aren't good singers, but their grandchildren will sing songs about us for hundreds and thousands of haben sie es geschafft? Just everybody hold back. Hold back so that there's no trolls that immer noch schneller als Kevin. Danke, Henry. That can ruin it with jumps. Everybody just hold back, hold back, hold back. Oh my fucking god, we did it! 4 hours and 30 minutes! We fucking did it! Yeah, oh my! Another no plan plan, but eventually we got close. We got close. We got close. Oh my god! Oh my god! Oh my fucking god! Please get it! Please just jump! Oh bro. My god! It fucking happened! Digga, wir müssten auch mal sowas machen. Das wäre super sick. Ey, real talk, wir müssten sowas mal machen, Jungs. Hätte ich Bock drauf. Frag ihn nach dem Script. Ja, notfalls kann man sowas auch selber irgendwie jemanden schreiben lassen oder so. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt nicht das komplizierteste, Sachen aus dem Twitch-Chat rauszudingsen und in den Controller quasi umzuswitchen halt. Ich glaube, also ich kenne halt ein paar Leute, die Informatik studieren, die in meinem Jahrgang waren. Die haben ja auch ein Script geschrieben, wo ich quasi on-stream Wer wird Millionär spielen kann. Das müssen wir übrigens immer noch machen. Machen wir vielleicht im Dezember oder so. Und wenn die sowas können, dann können die auch sowas, denke ich. Das sollte relativ einfach sein. Vielleicht frage ich die einfach mal. Freunde, können wir hier maximales Lebensschutz killen? Uff, beste Leben, Alter. Nice, wir haben jetzt mehr Leben, Boys. Let's fucking go. Banco hat das schon für Minecraft bei Basti gemacht. Ja, easy, dann würde das Banco wahrscheinlich auch nur fürs hinbekommen. Ich kann ja Banco mal fragen. Hallo, Banco. Banco, meinst du, du würdest ein Script hinbekommen, was aus dem Twitch-Chat Dinge ausliest, also sowas wie halt bei Basti auch, ne, mit diesem Minecraft, Imperium den Weg bereitet. Chat spielt Minecraft, nur dass es quasi nicht Minecraft wäre, sondern dass es Super Mario 64 wäre, also es müsste quasi in einen Controller, also von Chat-Nachrichten zu Controller umgewandelt werden, you feel me, bro? Sowas halt, das wäre sick. Achso, warte mal, ich wollte noch kurz zwei weitere Videos schauen, Freunde, vollkommen vergessen. Florian, danke nochmal für die Zeit. Kann an deinem Schwanz hängen bleiben wie ein scheiß Heftpflaster. Autsch. Kommen wir daher also zu einem viel hautfreundlicheren Tropfenfänger. Nämlich der
Banane. Erster Schritt, schäl die Banane. Zweiter Schritt, stülp die Schale über deinen kleinen Johnny und fang an zu rubbeln. Wenn's besonders gut sein soll, wärmt man die Schale in der Mikrowelle vor. Nicht zu heiß. Wer masturbiert mit einer Bananenschale? Tut richtig weh. Außerdem kannst du Olivenöl, Hautcreme, Honigspucke, Butter, Haircondition und Vaseline als Gleitmittel benutzen. Ich finde ja, das beste Gleitmittel ist Schmieröl. Also spar dein Taschengeld, dann kannst du es dir bald leisten. Okay, weiter im Text. Wenn du dein Thomas auf der Toilette traktierst, schieß direkt in die Schüssel. Im Bett, nimm ein weiches T-Shirt oder ein flauschiges Handtuch, das dir gehört und du wegwerfen kannst, wenn du deine Ladung abgeworfen hast. Ich sage dir, man kann sich das erhobene Zepter... Was gucken wir hier gerade? ...der Liebe gar nicht oft genug polieren. Das baut Stress ab und es stärkt das Immunsystem. Außerdem... Übung macht den Meister. Wenn du lernst, dich zu kontrollieren, solange du als Solist auftrittst, wirst du später viele lange beglückende Duette spielen. Die Stunde ist zu Ende, das war's. Hey. Hausaufgaben. Bruder. Wenn dir dein Vater auf unangenehme Bruderbasis einfach so erklärt, wie man halt masturbiert. Arschgeile Nummer, Junge. Traumhaft. Ah, fuck, ich hab noch einen Link von Crackspy vergessen. Verdammt, Bro. Crackspy, du Esel. Die sagte, fick bitte meine Silikonlippen. Okay, welcher Track ist es jetzt? Warte, welcher meint? Nebel, ne? Okay. Wir multitasken, wir spielen währenddessen weiter. Bruder, als ob der Poncho immer noch rumbackt, das gibt's doch nicht. Ich wach auf, ich zähle 8 Augen, mir sind alle fremd. Ich lese das Plastikbändchen an meinem Handgelenk. Karimazino gebettet im Hermelin-Umhang. 53 Zentimeter, 4 verdammte Kilogramm. Mir fällt es schwer zu atmen, doch ein Engel kommt und hält mich in den Armen, so lang bis ich schlafe wie ein Junk auf Kodein. Ich wache auf in einer Wohnung, die bei weitem zu klein ist, um sich dort wohlzufühlen. Doch anscheinend groß genug ist, um dort ohne Fluss 2 Kinder großzuziehen. Ich träume von roten Blüten, während ich in meinem Hochbett liege. Denn Mama geht's nicht gut in diesen krass. Zeiten. Baba geht's nicht besser zum Verstecken. Ich hoffe ein bisschen, dass gleich nochmal der Beat ein bisschen reinkickt, das wäre sick. Die Bude viel zu klein, deswegen halte ich meiner Schwester die Ohren zu, wenn sie streiten. Ich lass die Augen ruhen und schlafe ein und werde wach in einem Klassenzimmer. Von dem lauten Lachen von 18 Kindern. Kleine mit ihren blassen Fingern durch die Lockenstreifen. Verschwind aufs Klo, wo ich dann meine Tränen trocken reibe. Und mir schwör den nächsten Pisser, knock ich einfach. Fuck it, die einzige, die mich noch versteht, ist Michelle mit den gleichen Haaren. Kam vor einem Jahr aus den Staaten, ihr Vater ein Soldat. Sie sagte mir, zeig ihn niemals die weiße Fahne. 30 Tage später ziehen wir weg, ich fühl mich schlecht, dass sie alleine da ist. Ich bin 13 Jahre mobben mit den Jungs. Jogginghosen, neue Hobbys, Alkopops und großer Mund. Keine Locken, sondern Stoppel, komm und trau dich was zu sagen. Fick das Blaulicht, dieser Block gehört jetzt uns. Dimmi sieht das Ganze anders, er kommt an. Das ist krass, das ist krass, Digi. Bin jetzt nicht so der größte OG Kimo-Fan, aber der Track ist ziemlich cool. Ich finde halt bei OG Kimo immer ganz geil. Man hört einfach immer, wie sauer er ist beim Rappen. You feel me? Ey, Rising Mood, danke für die 2. Ich kein Bock mehr, Jungs. Damn, noch mehr Links. Son, where'd you find this? Niklas, same für dich, Bro. Vielleicht später, Dude, aber gerade ist nicht so geil. Hi, ich nochmal. Gibt es schon ein neues Thema zum Amazon-Film im Stream schauen? Nee. Und du machst mir wirklich gar nichts, wenn mein Link nicht ausgecheckt wird. Kein Problem, Don Carlo, freut mich dann. Danke für die 2, Bro. Jungs, ich hab nicht Bock, 1000 Links immer auszuchecken, ihr Blödis. Guck mal, das seid ihr, Jungs. Right? Wenn ihr mir einen Link schickt. Boom! Warte mal, kann ich das jetzt mit R2 zurückschießen? Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Komm, schieß nochmal, Pussy. Okay, nice. Ich nehme an, der Typ gibt auf. Er kann uns nicht alle besiegen. Wir müssen ihn aufhalten! Er wehrt zu gut ab! Hops! Oh fuck! Okay, krass! BD1, stimmt! Bruder, das Timing dafür ist echt tricky, Junge. Junge, Bruder, lad schneller nach, halt. Okay, komm, scheiße, wir bumsen hier einfach.
hast es auch gesehen, oder? Ich verfolge ihn. So, jetzt komm her, Mutti. Pass auf, wo ihr hintretet. Was hat er denn gemacht, Junge? Sich einfach kurz mal selber hochgesprengt, man kennt's. Kollege Schnürschuh mit dem Raketenwerfer, Alter. Arschgeile Nummer. Bango hat eine Frage. Oh, was ist Bangos Frage? Bango, schreibt mir ansonsten einfach bei Twitter oder so. Es muss jetzt auch nicht direkt heute sein. Es kann auch irgendwie in 2 Monaten sein oder so. Was hast du für einen Controller und bis wann brauchst du das Game? Ich würde es dann wahrscheinlich mit einem PS4-Controller am PC durchspielen. Über einen Super Mario 64 Emulator. Und wie gesagt, vielleicht in einem Monat oder so. Also einfach so schnell wie es geht, aber wenn es länger dauert, ist nicht so schlimm, meine ich. Also mach, wie es bei dir passt, Bro. Oh fuck. Schieß nochmal, Pussy. Oh fuck. Kann ich aber was springen und ihn angreifen? Okay, oder wir ignorieren ihn einfach. Pfeifett. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe extrem viel oben vergessen zu looten, ehrlich gesagt. Aber scheiß drauf. Oh shit, warte mal, hier waren wir schon mal, Jungs. Ich sehe dich. Guck mal, Bruder. Schon mal von der Klippe gefallen? Bro, what the fuck? Oh, meine Macht ist leer, RIP. Wie lädt sich meine Macht wieder auf, Jungs? Nur durchs Kämpfen? Oh. Ich muss die Wunden versorgen. Kills und Zeit. Okay. Bankos Frage wurde beantwortet. Ey, Jungs, ich bin gerade wirklich so auf den Kopf gefallen, nachdem ich gegessen habe. Ist ja insane. Ich sehe gerade gar nicht mehr durch. Warte mal, wir heilen mal ganz kurz. Dann spawnen zwar die Ratten wieder neu, aber scheiß drauf. Das Spiel sieht ziemlich geil aus. Spielbewertung von 1 bis 10? 9. Bro. Ey, das ist insane gerade. No joke. Ich bin so froh, wenn die Jungs da vom Schlafding da erstmal meinen Schlaf untersuchen, Alter. Cine meinte die Nacht schon wieder, dass ich mitten im Schlaf einfach so 5-6 Sekunden einfach keine Luft bekommen habe und halb erstickt wäre. Keine Ahnung, woran das liegt, aber... Digga, geht mir nicht auf die Eier, Jungs. Aber das scheint jede Nacht zu sein. Ich weiß nicht, damals meinten die Jungs auch, dass... Also, ich hatte ja mal so ein Schlafding zu Hause. So ein Automat, der mich quasi kontrolliert. Und da wurde mir auch gesagt, dass ich ungefähr alle... Der EDF! Ja. Alles klar. Warte mal, ich lauf gerade im... Gott schon! Warte, ganz kurz. Ja, ganz kurz das hier. Erledigt ihn! Haltet ihn endlich auf! Dafür werden wohl alle Belohnungen an mich gehen. Gleich haben wir ihn. Dafür werden jetzt wohl alle Belohnungen an mich gehen, Junge. Du greedy Stück Shit, Alter. Okay, schön. Was hilft vielleicht BD1? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir hier. Also ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen, Freunde. Ich bin gerade übel verwirrt. Nee, aber was ich sagen wollte, also die meinten damals auch, dass mein Gehirn sich mehrmals aktiviert im Schlaf und die haben aber vermutet, dass es Stress ist. Aber ich vermute nicht, dass es Stress ist. Weil, also zu der Zeit würde ich schon sagen, dass ich da leicht gestresst war, aber aktuell bin ich eigentlich relativ entspannt. Deswegen, ja, Streamer, hey, nur Videospiele spielen den ganzen Tag, hey. Na, Real Talk, ich meine, das ist schon ein bisschen, es ist halt positiver Stress, aber es ist halt Stress. Ey, muss ich jetzt den ganzen Scheißweg nochmal laufen, weil ich mich gerade verlaufen habe? Das ist doch ein Joke. Das ist doch ein fucking Joke. Warte mal. Nee, wir sind hier richtig, Freunde. Warte mal, wir können doch hier... Ja, oh mein Gott, wir können jetzt hier die Tür aufmachen. Oh mein Gott, traumhaft. Puh, das habe ich nicht erwartet. Ist eine riesige Seppo-Statue. Sollten da nicht auch Seppo-Sachen drin sein? Zurück zum Raumschiff? Nee. Oh! Können wir unser Dings machen?
Oh shit! Damn, son, where'd you find this? Du hast recht, ich könnte deinen damit ersetzen. Jungs. Reparieren wir dich mal. Olle Foto. Foto kriegt ein Upgrade, Jungs. Und, besser? Ich will versuchen. Oh, jetzt können wir diese neuen Kisten aufmachen, Freunde. Ja, sehr geil. Was ist da drin? Junge, mit seinem Fuß einfach. Danke, BD1. Ah, okay, okay. Damit können wir quasi... Okay. Tschüss. Hat mich gefreut. Beehren Sie uns bald wieder. Ich krieg dich! Was? Hat ja gut funktioniert mit dem Kriegen, wa? Das Lichtschwert noch anpassen. Oh, konnte man das da auch noch unten? Seid ihr sicher, Jungs? Bei dem Ding? Oh mein Gott, ja, schon! Okay, also eine neue Farbe haben wir nicht. Nee, aber wir haben auch keinen neuen Sender. Okay, wir haben ein paar neue Schalter, Jungs. Das Rote ist eigentlich ziemlich cool. Ah, das ist auch. Ich glaube, wir nehmen das hier. Was haben wir noch? Mit so Holzgriff, Junge. Wild, okay. Oh ja, das Holzding fühle ich, Alter. Und. War schwierig, Digga. Also fühle ich jetzt beides nicht so hart. Na, ah, nehmen wir das hier. Was bringt das jetzt? Sieht cooler aus. Nicht so hart, ist okay. Es geht auch nur ums Aussehen, Jungs. Ich wünschte auch, wir würden mehr so Klamottensachen bekommen, aber... Nices Movement, Bro. Das sieht man ja eh nicht. Ja, aber sieht nicht so krass, stimmt schon. Sieht besser beim Sterben aus. Mach doch, Pussy. Ich bleibe an dir dran. Hat er gut funktioniert mit dem Erledigen, wa? Hier lang. Hast du das Horror-Game schon durch? Wir haben es gestern nicht gespielt, Bro. Wir müssen uns die Tage nachholen. Vielleicht morgen Abend oder so, mal gucken. Ich bin so sauer. Bowser hat heute ein Konzert in Luxemburg und fucking Apache ist einfach auf einmal da. Aufentspannt. Ich bereue es, dass ich nicht hingegangen bin. Oh, Bro. Aber Bowser und Apache sind übel viel zusammen unterwegs. Aber gut, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ah, Bro, Paper Hands. Ich sehe dich. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Wait, hä? Muss ich einfach zum Schiff zurück jetzt, oder wie? Oh mein Gott, Bruder, ich muss los. Okay. Wo befinden wir uns gerade? Hier. Das ist so eine Rutsche. Wie zum Fick kommen wir da wieder hoch? Hat jemand einen Plan, wie wir wieder zu unserem scheiß Schiff kommen? Richtung Rutsche? Können wir die Rutsche hochlaufen oder was? So kommen wir wieder zu unserem Schiff. Ja, perfekt. Ja, die Frage ist, wie springe ich da lebendig rüber? Oh. Oh, Freunde, ich hab's. Digga, das ist nicht dein Ernst. Ey, ich schwöre, warum läuft der nicht einfach wie ein normaler Mensch da lang? So, und jetzt hier rüber, wa?
Und jetzt hier hoch. Okay, ich glaube, ich hab's, Freunde. Hey, Boys, wir haben's. Wir haben's. Mir ist gerade erst eben aufgefallen, dass der Jedi-Typ Cameron Monaghan ist. Ich habe keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Bro, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber fuck you, I guess. Achtung, Jedi! Freunde, macht's gut, hat mich gefreut. Los, holt ihn euch! Momo! Okay. Haltet mir den Rücken frei! Feuere auf den Feind! In Ordnung! Okay, ich bin raus! Okay, ich bin raus! Ja, no shit! Ey, nee, Bruder, meine Fresse, ich stelle mich gerade so unglaublich PP-Gatröte an, Alter! Ey, warum bin ich auch so ein Fat-Ass? Weißt du, das Ding ist wirklich, wenn ich Essen sehe. Ach so, hier wahrscheinlich. Wenn ich einfach so eine Schale Essen sehe, ich muss die komplette Schale essen. Anders geht's nicht. Ansonsten ist mein Körper nicht satisfied. Wenn da irgendwie die Hälfte übrig bleibt, aber ich schon satt bin, geht nicht. Ich esse einfach so lange, bis alles leer ist. Sonst sagt mein Körper nö. Warte mal, das sehe ich jetzt erst gerade. Da ist noch eine Kiste, Jungs. Ich wollte es nochmal machen, weil es so viel Spaß gemacht hat, Freunde. Deswegen bin ich nochmal runtergefallen. Aber da ist eine Kiste, die wir looten können. Was machst du da unten? Wenn wir für alle Tode 1 Euro gerettet werden würden, hättest du schon längst den I8. Bro, als ob ich so oft sterben würde. Es geht. Wir sind irgendwie 70 Mal gestorben heute. Das ist in Ordnung. Alter, Jungs! Der aufmerksame Boss! Was ist das, BD1? Eine neue Mantis-Lackierung. Uff, dicker für unser Schiff! Na gut, okay, ist jetzt nicht so krass, wa? Die hatten wir vorher und die ist jetzt neu. Joa, ist nett. Hätte jetzt sowas Geileres sein können, to be honest. Jedi! Nice. Hab mich gefreut, Bro. ja, ich denke, wir müssen einfach hier runter, ne? Der Wind hat von Norden her aufgefrischt. Ich frage mich, was die Scanner vorhin registriert. Du hast auf der Map eine gelbe Tür übersehen. Oh, fuck, Bro, ich guck auf die Karte. Junge, man stört Leute nicht, wenn sie auf die Karte gucken, Bitch. Oh, die gelbe Tür, meinst du? Ob die mich nach Hause bringen? Ich glaube, wir waren an sich auf dem richtigen Weg, to be honest, Bro. Ich glaube, ich nehme denselben wie gerade einfach. Bro, tu es nicht, wenn du durch das Gelbe gehst, dauert das 2 Stunden, weil da ist noch was Neues. Okay. Wir machen erstmal weiter, Bro. Ich gehe erst mit dem Weg hier lang. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier richtig sind. Das wirkt eigentlich relativ so, als wären wir hier richtig. Ich meine, hier sind wir auch runtergekommen und da oben ist unser Schiff, also wird schon richtig sein. Da braucht jemand eine Pause. Er weicht aus! Nicht hinfallen! Das war der letzte unserer Raketentruppler. Ich hab keine Macht mehr, Bro. Wenn er kommt, richtet uns das Oberkommando hin. Freunde, macht's gut, hab mich gefreut. Schönen Tag noch. Ich bin fertig mit dem. Warte mal, hier komme ich her. Wait, what? Verfolge den Eindringling. Pff, Idioten, Alter. Rutschen die auch da runter? Er blockt. Einfach tot. Ah, guck mal, da ist eine Tür, die wir aufmachen können. Fangt ihn! Damn, son, where'd you find this? Wir werden dich verfolgen! Er blockt. Junge, dieser Call einfach. Er stirbt einfach und sagt, er blockt. Vorwärts!
Beleidigt Bots als Idioten. Einfach T-Pose. Würdest du für eine gewisse Geldmenge aufhören zu streamen? Liebe Grüße, Max, mach weiter so. Heute oder allgemein? Ja, weiß ich nicht so recht. Kommt drauf an, also wenn jetzt jemand kommen würde und mir sagen würde, 1 Milliarde Euro, du kannst aufhören zu streamen oder du musst aufhören zu streamen, ich glaube, ich würde es machen, ja. Ich meine, ich könnte ja immer noch YouTube-Videos machen. Warte mal, sind wir gerade richtig? Wir kommen hier auf jeden Fall her, das weiß ich. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ganz nett aus, denke ich. Oder sind wir hier richtig? Ich weiß nicht genau, wir kommen jetzt hier hoch dann. Wir müssen nach da halt. Ey, Bruder, ich bin richtig verwirrt gerade. Laufen wir gerade richtig, Chat? Nee, wa? Oh ja? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, Freunde. Es gibt 2 Wege, okay. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade, Bruder. Bringen wir Markus den Kollegen hier um. Jerry! Wir bringen mal kurz diese Ratten hier um und dann schauen wir mal. Wo ist die andere? Okay. Anscheinend irgendwie tot irgendwo runtergefallen. Okay, warte mal, also wir müssen... Ah doch, scheint richtig zu sein. Doch, wir sind richtig. Oder sind wir... Nee, sind wir nicht, oder? Ey, Bro, ich sehe gerade nicht durch. Wir müssen da hin und wir sind hier. Also wir müssen da drüben hin. Also wahrscheinlich müssen wir einfach... Ja, wir müssen nach da hinten, aber wie zum Fick kommen wir da hin? Ein anderer Weg in der Höhle? Guck halt auf die Karte, Bro. Ich finde die Karte richtig unübersichtlich. Ey, lange noch nicht so eine unübersichtliche Höhle gesehen. Karte. Ah, okay, hier müssen wir hin. Okay, also müssen wir den kompletten Weg durch und dann am Ende quasi von uns aus gesehen rechts. Okay, jetzt habe ich verstanden. Also, wahrscheinlich diesen Weg hier. Das hier müsste es sein, oder? Nee. Dann das hier. Nee, hey, da bin ich blöd. Nee, doch da rein. Nee, doch, war richtig. Okay. Okay, jetzt haben wir es vorne. Damn, son, where'd you find this? Junge, die kannst du dreidimensional drehen. Besser geht's nicht. Bro, es ist verwirrend, alright? Shut up, dude. Komm, mein erstes Meme, please. Bro, ist gerade wirklich ungünstig. Ich will ein bisschen weiterkommen, man. Sorry, Bro. Bald später, Enzo. Danke für die 2 Euro, Mate. Feind! Hier ist ein Feind! Ich habe das Ziel verfehlt. Das freut mich. Wir schaffen das! Ich wusste, dass es so enden würde. Mach's gut, Mann. Einfach in der Mitte durchgeschnitten, die Sau. Und gut, saved. Achso, wir müssen hier rüber. Oder war eine Kiste? Die hatte ich, glaube ich, schon. Die Kiste haben wir vorhin schon aufgemacht, die da in der Ecke war, Jungs. Da ist der Jedi! War da eine, die ich noch nicht aufgemacht habe? Ich bin mir sehr, sehr sicher, Jungs. Nein, hast du nicht? Hä, safe. 10er, dass ich die schon aufgemacht habe. Komm her, BD1. Oh shit, nice, let's go. Ach so, das war so eine, die ich noch nicht aufmachen konnte. Oh, guter Call, Jungs. Hey. Komm, gönn irgendwas. Oh, es war also was drin. Ein neues Lichtschwertmaterial, juhu.
Okay, ja, was ganz nice. Ist okay, denke ich. Achso, das müssen wir von der anderen Seite machen. Zwei Subs. Bro, mach ich gleich. Ich droppe gleich zwei Subs, Jungs. Aber lass mich erstmal ein bisschen weitermachen, Freunde. Ich will erstmal zum Schiff. Nein, 10 Subs. 100 Subs, oder? Ich weiß, dass du da oben bist. Freu mich für dich, Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, Freunde, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich fass es nicht. I don't fass it, Alter. Wir sind auf dem richtigen Weg, Jungs. Ist da oben jemand? Er ist am Boden. Du hast keine Chance gegen uns. Drecksau. Ich kriege dich. Ja, hier bist du lang. Ich mache den Feind her. Warte mal, hier komme ich nicht zurück, Alter. Es muss einen anderen Weg geben. Hier lang geht's nicht. Alter, Bruder, warum bin ich denn gerade so unendlich stuck? Ziel verwundet. Ich hab ihn! Noch jemand? Okay, cool. Hilfst du mir mal? Wie los kann man das sein, Bro? Klar. Ich find's richtig verwirrend. Zu der Tür oder was? Nee. Muss es irgendwo reingehen? Wir müssen. Ach, da, okay. Also. Die Tür da müssen wir nehmen. Also müssen wir dahin. Wie kommen wir dahin, Freunde? Auf dieses Dach da. Was, hier irgendwo? Ein Feind unter uns! Oh ja, hier, oder? Oh ja, ja, hier haben wir es. Okay, nice. Bro! Was machst du hier? Hauptnehmung. 30 plus Stunden. Na, Freunde, ich denke, ich meine, wie weit sind wir jetzt into it? 5 Stunden! Und wir haben locker schon die Hälfte der Story. Digga, wie kann ein Mensch so hart auf der Leitung stehen wie ich? Das ist insane. Da, die Tür, oh mein Gott. Ich schwöre, Alter. Wirklich, seitdem ich diese komische Gemüsepfanne gegessen habe, Alter, ist mein Gehirn anders, AFK. Da du meine erste Domo übersehen hast. Oh, hab ich nicht, ich hab sie vorgelesen. Ich meinte, dass ich es gerne später auschecke. Nur gar nicht so Bock drauf hab. Aber danke für die 7 Euro. Danke, Bro. Das sind nicht mehr 30%, Bro. Das war auch nur ein Gag. Wahrscheinlich haben wir schon 50% der Story, oder? Wir hatten noch nicht mal einen Bossfight bis jetzt. Und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter... Ladies and Gentlemen, we did it! Halten. Bin unterwegs. Oh, fuck. Oh, so viel dazu. Müssen wir den Bruder fighten? Okay, wenn er in dem Mode ist, müssen wir Nahkampf gehen. Junge, wo kommen denn die Granaten her, Alter? Damn, son. Ah, Freunde, easy clap, Alter. Wie geht's dir, BD1? Oh, wer ist denn der Kollege? What the fuck, Alter? Der Fahrer, Junge. Er ist doch noch fix ausgestiegen. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass einfach der Besuch nicht umsonst war. Auf jeden, ich habe das Grab eines Servo-Weisen gefunden.
Meister Yoda, danke für die 2. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee. Ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Ist die Frau Özils Mutter. Leben wohl. Ja, Moment. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann. Sie sind ehemaliger Jedi, by the way. Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Die Augen, Monka Eis. Und sie folterten mich. Ja, sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Oh shit, sie ist hops gegangen. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Danke für die 5 Subgifts, Bro. Dickes Papa in Chat, Bro. Und ich muss mir kurz eine Portion Wasser ins Gesicht knallen. Alter, mein Körper schläft gerade innerlich. Gib mir kurz eine Sekunde, ich bin gleich wieder da, Jungs. Hi. Freunde, jetzt wird gebumst, Alter. Oh, Diggi, Alter. Puh. Mach mal 10 Liegestütze, das macht dich wach. Nee, Diggi. Ey, wirklich, ich will nicht wieder den Mimimi-Kevin auspacken, Freunde, aber wie gesagt,
Mein Körper ist einfach gerade ein Retard seit ein paar Jahren. Aber das Geile ist, ich habe halt wirklich jetzt hoffentlich langsam die Lösung, weil ich habe wahrscheinlich das, was Rätsmann auch hat, dass halt beim Schlafen die Zunge in den Gaumen fällt und du dann quasi keine Luft durch den Mund bekommst. Und bei mir ist halt noch das Problem, ich kriege auch keine Luft durch die Nase, weil meine Nase voll geschwollen ist mit diesen Polypen quasi. Bedeutet, ich bekomme dann einfach in der Nacht halt für ein paar Sekunden, wo ich gar keine Luft. Und dadurch kann der Körper halt nicht entspannen quasi. Okay. Ja. Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Und dadurch ist der Körper dann quasi so ein bisschen... Also, Rätsmann hat mir das so erklärt, dass wenn man halt keine Luft bekommt im Schlaf, dann schüttet der Körper quasi Adrenalin aus und man kommt dann in der Schlafstufe, wie tief der Schlaf ist, weiter nach oben quasi. Sprich, ich habe halt in der Nacht immer nur sehr, sehr leichten Schlaf. Und das hört sich jetzt zum Beispiel richtig dumm an, aber es ist auch richtig oft so, dass ich aufwache und es fühlt sich so an, als hätte ich nicht geschlafen. Also, es hört sich so super dumm an, aber ich wache locker seit ein oder zwei Jahren nicht mehr mit so einem, oh krass, habe ich gut geschlafen, Gefühl auf. Das hatte ich nicht seit zwei Jahren, safe. Nicht einmal. Und das ist halt richtig kacke, Dinger. Schläfst du auf dem Rücken? Also ich habe mitbekommen, dass ich auf dem Rücken, was eigentlich keinen Sinn macht, das spricht irgendwie wieder gegen das, was ich gerade meinte. Weil mir wurde gesagt, dass auf dem Rücken ist das am schlimmsten. Ich schlafe immer auf der Seite. Aber wenn ich mich, also ich kann nicht so gut auf dem Rücken schlafen, aber wenn ich halt dann einmal auf dem Rücken eingeschlafen bin, schlafe ich meistens auf dem Rücken durch. Und ich meine, dass ich dann immer besser geschlafen hätte. Aber ich finde es extrem schwer, auf dem Rücken einzuschlafen. Deswegen schlafe ich immer auf der Seite. Aber ja. Leute, so ungefähr geht's mir auch. Was soll ich machen? Es heißt Schlafapnoe. Also einfach mal zu so einer Schlafpraxis gehen, Bro. Und dann, also ich glaube, da kann man auch... Ich weiß nicht genau, wie Rätsmann es gemacht hat, aber... bei mir war es so, ich bin zu so einer Schlafpraxis gegangen. Das war so eine extra Session. Da waren dann 5 Ärzte. Ein HNO-Arzt, ein Zahnarzt, ein Allgemeinmediziner, dann so ein Typ, der sich irgendwie um mein Herz gekümmert hat und dann noch so eine Alte, die hat sich meine Lunge angeguckt und wie doll ich atmen kann und so. Und das alles in Bezug auf Schlaf quasi. Also du gehst da halt hin, wenn du halt Schlafprobleme hast. Und da war ich und dann haben die mich halt zu 5 da untersucht und shit. Und jetzt werde ich demnächst eingewiesen in so ein Schlafding, wo die mich halt über Nacht überprüfen halt für 2 Nächte. Und Dominik hat das halt auch schon gemacht und bei dem haben die halt das, genau was ich gerade meinte, diagnostizieren können. Und ich weiß nicht, ob Rätsmann sowas schon hat, aber wenn du das leicht hast, dann kannst du so Übungen machen, soweit ich weiß, dass das weggeht, also irgendwie den Mund trainieren oder so. Aber wenn du es stark hast, dann musst du dir so eine komische Spange halt reinballern in den Mund. Das ist halt dann richtig lame. Aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich schlafe auch, weiß ich nicht, mit einem Toastbrot in der Hand, Alter, wenn ich danach mich nächsten Tag geil fühle, you feel me? Das ist mir eigentlich am Ende des Tages Wayne. Ja. Cannabis nehmen? Ey, Bros, ich muss wirklich sagen, mein Körper fühlt sich wirklich weird an, oder ich fühle mich manchmal echt weird. Wenn ich Weed smoke, merke ich keinen Unterschied. Es fühlt sich an, wie als hätte ich nichts gesmoked. Also, ich bin ein bisschen müder und ich reibe mir öfter in den Augen, sonst ist alles gleich. Richtig weird, Alter. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja. Dauerstone einfach. Rauchst du Arschhaare? Tatsächlich nicht, nee. Wurdest du mal abgezogen? Nee, Bruder. Brandy, danke für die 9,84 €. Er hat geschrieben, damit mein Konto wieder eine gerade Zahl ist. Bro, ich weiß noch nicht, wenn Leute sowas schreiben, ob das als Gag gemeint ist oder ernst gemeint ist. To be honest. Bin ich da der Einzige oder bist du nur lost? Wenn ich ein Spiel spiele und durch die Welt laufe, dann erkennt man doch dann, wo man wieder langläuft oder nicht. Schon, Bruder, aber das ist wirklich sehr, sehr verwirrend, weil ich auch oft nebenbei mit dem Chat rede und nicht so hundertprozentig konzentriert bin auf das Game, was euch vielleicht schon mal aufgefallen ist. Und ja, deswegen. Na, aber mal schauen, Freunde. Also, ich warte auch die ganze Zeit auf einen Anruf von so einer Schlafpraxis und wenn die Jungs anrufen, dann bin ich für 2 Tage halt bei denen abends. Freunde, ich weiß nicht genau, was wir hier machen können, aber wir haben so Pflanzen eingesammelt. Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wir haben Samen. Wenn sie da draußen ist, schon. Hier, ne? Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe
Da geht mir das Herz auf. Gut, ja. Mal sehen, ob ich welche finde. Aber warte mal, wir haben... kein so übler Gärtner. Wir haben ein bisschen Samen. Wo können wir den hinmachen? Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Nein, wir müssen nach Kashyyyk, Freunde. Kashyyyk, die Heimat der Wookies. Let's go, dude. Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie? Sich er baut an auf ihrem Bruderbasis. Ja, dann sind wir wieder beim Thema, Jungs. Sie? Na, warum nicht? Oh, mein fucking God, Bro. Sie werden es mir sicher gleich sagen. Wann ist Minecraft Saturday? 22 Uhr, Bruder. Also in einer Dreiviertelstunde gehen Danny und ich ins TeamSpeak. Wunderung, Hingabe, Anziehung. Tja. Wie gefällt dir das Game bis jetzt? Sehr nice. 9 aus 10. Das ist ja fast schon tiefsinnig. Macht sehr viel Spaß. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich. Ist so wie Dark Souls in Star Wars mit einer besseren Steuerung und geilerer Grafik. Das trifft's hundertprozentig. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Wenn du Dark Souls magst oder diese Art von Game oder sowas wie, was ist noch so, vielleicht Witcher oder so. Und du magst Star Wars, Bro, dann kauf dir das Game. Safe call. Achso, ich wollte euch noch 2 Subs raushauen, wa? Sekiro werden wir übrigens auch spielen, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, aber ich will es auf jeden Fall zocken. Also irgendwann kommt der Tag. Vielleicht im Dezember oder so. Also, falls ihr Sekiro nicht kennt, im Grunde ist das so wie... Also es ist von denselben Leuten, die auch Dark Souls gemacht haben. Und es ist halt so wie Dark Souls, aber so als Samurai quasi. Oder das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich habe es noch nicht gespielt und noch nirgendwo gesehen, aber das ist soweit, ich weiß das, was es ist. Komm, mach mal 5 Subs draus, Freunde. Nein, mach mal 5 Subs draus. Son, where'd you find this? Bro, kleiner Tipp, geh nochmal auf den ersten Planeten. Du kannst da jetzt was sehr, sehr Nices bekommen und es dauert nur 2 bis 3 Minuten. Hört sich nice an. Ist es sehr, sehr worth, Bro? Danke für die 2 Euro, Mate. Und falls du Lust auf ein lustiges Video hast, das neue von I Did A Thing ist mega funny. Ich habe gar nicht so Bock, irgendwelche Videos auszuchecken, Bro. Aber vielen Dank für den Support, Brudi. Ist maximal worth. Okay, gut, dann machen wir's. He doesn't know. Okay, schauen wir mal. Sehen wir es uns an. Tümmler Enzym, GMBL, Naturtrüb, Arctic Fox, Loris. Vielen Dank für die Subs, Mates. Welches war denn der erste, Freunde? Bogano? Ist es Bogano, Jungs? Das Rote, der hier? Okay, dann fliegen wir da an. Setze Kurs auf! Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Vegano, Ungemon? Das war nicht der erste. Bro, jemand meint im Chat, dude. Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Jemand im Chat meinte, Bro. Chat ist schuld. Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Freunde, wie wär's, wenn ihr aufhört zu schnattern? Ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Wo wollen wir hin, Freunde? Welches ist der erste, Jungs? Bogano, oder? Ja, okay, meine ich doch. Oh, geht nicht. Ich kann da nicht hinreisen, Jungs. Oder sind wir da gerade? Wir müssen da gerade sein. Oder wir können... Ich bin verwirrt. Wir setzen uns mal hin. I don't know. Du musst erst ankommen? Nee, ich kann mein Ziel trotzdem changen eigentlich. Okay, wir sind auf Datumir. Hä? Du, wir kommen mal kurz an. Bro, der Chat hat verarscht dich. Du musst nach Bogana und gleich beim Schiff rechts runter. Okay, wir schauen gleich mal. Wir landen erstmal kurz und dann gucke ich, ob ich neu irgendwo hinfliegen kann. Gerade ging es irgendwie nicht. Mach dein Lichtschwert bitte und flieg nach Kashyyyk. Mein Lichtschwert habe ich schon gemacht, Bro. Sei vorsichtig. Wir haben alles schon angepasst, Jungs. Ich meine, das ist ja auch nur optisch. Juckt ja eigentlich jetzt nicht so krass. Sehen wir es uns an. Ah, jetzt geht's. Okay, nice. Gerade ging es nicht, I don't know. Vielleicht war es ein Bug oder so. Grease, wie wär's denn, wir etwas umdekorieren? Die Mantis? Wozu denn?
Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Bleib auf Datum. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Jungs, wollt ihr mich verarschen? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Das ist nicht euer fucking Ernst, Jungs. Jesus. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original gemacht. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis. Geh einfach auf, ist so. Besser wär's, Junge, ich sag's euch. Eieieiei, Bruder, ich kann nicht mehr, Alter. Yo, Albo on Fleek, danke für die 3, Bro. Okay, Junge, setz dich, wir sind da. Auf Datum hier gibt es ein doppeltes Lichtschwert. Können wir das jetzt schon bekommen? Alter, das wäre natürlich richtig krass. Ja, kannst du. Okay, gut, machen wir gleich. Also erstmal das, was wir auf dem Planeten machen sollen, okay? Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, aber jemand meint aus dem Schiff raus und rechts. Schauen wir mal. Schiff raus und dann rechts. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Moment. He doesn't know. Ja, die Frage ist, wo? Also, es müsste ja rein theoretisch dann irgendein Ort sein, wo wir irgendwas mit der Macht jetzt wegmachen können, oder? Was wir vorher nicht machen konnten. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Also, vielleicht ist es das hier? Nee, das ist es nicht. Oh, safe, Bruder. Zurück hinter dir? Ist das hier irgendwo was an der Klippe oder so? Also, das Ding war hier noch letztes Mal. Oh! Warte mal, ich kann auch eine Kugel bewegen. Ist es das? Komm her, BD1. Oh, hier! Oh, okay. Er trollt uns. Hallo, Kleiner. Mädels, ich troll euch nicht. Wie olle Ronny da steht, ey. Okay, hüpf an Bord. Wait, what? Ich dachte, das wird vielleicht unser neuer Freund oder so. Oh, wait, ist es unser neuer Freund? Bogenlinggefährder, Dings. Was heißt das jetzt genau? Ist es jetzt unser neuer Freund? Das ist wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Warte, ich muss jetzt nach links, okay. Irgendwas wie so Pinball oder so. Ach du Scheiße, das krieg ich niemals hin. Ist schwer, no cap. Ist okay schwer, ja. Ich glaube, das krieg ich aber hin. Ich fühl's, Freund, ich fühl's. Ja! Boots, Junge! Oh, das ist ein Heiltrank mehr, Jungs. Let's fucking go! Nice, das ist useful. Das ist sehr, sehr useful, Bro. Alter, Shoutouts an Chad, Jungs. Kuss. Sehr sinnvoll. Ich habe im selben Moment, wo ich den weiteren Heiltrank eingesetzt habe, einfach gepupst. Wie bekomme ich diesen Gefährten, Jungs? Oder ist er jetzt einfach auf unserem Raumschiff? Wie kann ich mir das vorstellen? Ach, es ist einfach ein Raumschiffgefährte jetzt, oder wie? Oh, ist auch nice. Kein Bock, mit allen zu schnacken. Wo ist er, die Sau? Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Bin gleich wieder da.
Ach lol, wir können uns auch auf unserem Schiff heilen. Das wusste ich gar nicht. Nice. Oh, wir können sogar einmal skillen, Jungs. Der macht nichts da, der chillt da einfach nur. Ich muss ihn gleich mal sehen, ich habe ihn jetzt noch nicht einmal gesehen, Bruder. Was können wir hier skillen? Ah, die Pipega-Fähigkeit. Nee, die brauchen wir nicht, scheiß da drauf. Ich würde gerne diesen Sprungding erlernen. War das das hier? Nee. Ah ja, das würde ich gerne erlernen. Ah, da brauchen wir zwei Fähigkeitenpunkte. Okay, dann müssen wir erstmal. Müssen wir es mal sparen, Freunde. Das ist eine der besten Fähigkeiten, aber gut. Ja. Machen wir später, Bruder. Wie ist es bis jetzt? Fucking dope, dude. Fucking dope, no joke. Sehr, sehr nice. Und ich weiß, dass es eklig ist, ihr müsst es mir nicht sagen, danke. Wo ist das Vieh? Ich will's sehen. Oder kommt es erst, wenn wir losfliegen? Wohin, Kleiner? Unter den Tisch versteckt. Die ganze Reise hat die Mantis ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, und vorher war sie makellos? Wo ist er? Lieber ein Meisterwerk, aber jetzt... Wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Wo ist unser neuer Freund, Chad? Oh, da braucht wohl jemand Geld. Na ja, klar. Das könnte eine Rolle spielen. Also hier hinten ist er nicht. Man hört ihn, ja, ich höre ihn auch. Oben im Ventilator. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Wie oben am Ventilator? An der Lüftung? Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben um Lebensmittel gewettet. Und um Steine. Hä, bin ich blöd? Leider wo? Leider hat sich das geändert, als wir älter wurden. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Wo ist er hin? Haben wir unseren Freund jetzt da gelassen, oder was? Links in Fahrtrichtung. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Ich höre ihn halt, aber ich sehe ihn nicht. Naja, vielleicht finden wir ihn später, Freunde. I don't know. No smoking, Marvin. Danke für den Support, Boys. Er ist vor dem Haus, Herr. Shut up, dude. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauch keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Ja. Okay. High five okay. Für den, du. Die hatten gerade einen intimen Moment, Freunde. Oh, holy shit, wer ist er? Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Oh, fuck, das geht klar. Was ist das für ein riesen Raumschiff da gerade gewesen? Ist? Alter, der Planet sieht ja auch mal anders, Mama, aus. Oh, shit. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt. Nein! Oder vertrieben. Nicht die Wookies! Bro! Oh, holy fuck. Oh shit. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenpeltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Oh, Bro. Wie ist dein Plan? Wir retten die Wookies, Jungs. Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere ein. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ich glaube, sie steht auf uns. Ist jetzt Fall des Plans.
Bruder, der Junge ist doch am Arsch, Alter. Wenn du springen willst, dann tust du am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, BD? Bruder, oh shit. Junge, ist krass gemacht, no joke. Sehr, sehr dope. Juhu. Hast du was am Laserschwert verändert? Nur Slyly am Griff. Nichts Krasses. Oh, alle BD, Junge. Mann, nice, Alter. Die Atmosphäre von dem Game ist so sick, no joke. Die FPS sind gerade ein bisschen Cancer, aber sonst sehr doof. Oder ist der Idiot gerade in den AT-AT reingeflogen? Wir sollen uns doch so ein AT-AT mopsen, oder? Vielleicht kommen wir darauf. Oh, warte, warte. Ja, stimmt, hier drauf. Ich pass besser auf. Oh shit, boys, we in. Okay. Wohin jetzt? Ja, gute Frage, Alter. Nach links vielleicht? Oder nach rechts? Arty, white people happy. Okay, Mädels, wir sind gleich drin. Wo geht man rein in so ein AT-AT? Oben? Gleich haben wir es. Am Bauch quasi. Danke, ich glaub, Baby. Ich glaube hier oben. Warte mal, wo zum Fick gehen wir rein? Ich bin gerade übel verwirrt. Oh, warte, hier geht's nach oben. Klettern wir nach oben. Oh ja, das sieht gut aus. Oh. Ah! Ja, dann mach ich noch, Olga. Okay. We in, boys. We in. Alles okay bei dir? Freut mich. Hä? Wie läuft's da hinten, BD1? Warum schreibt ihr Speeder? Ihr schreibt alles Speeder. Warum schreibt ihr Speeder, Jungs? Über den Speeder. Au! Das nennt man Speeder? Noch niemanden gehört, dass Speeder nennt. Okay, gut. Alles klar. Freunde, ich habe es Star Wars nicht mehr. Hat keinen Puls. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Oh nein, he's dead. Moin! Schönen guten Tag für mich, alle oben. Dina! Ja, soll ich einen anderen abknallen lassen? Lasst euch nicht von ihm erwischen! Nicht hinfallen! Das war's. Ich bin geliefert. Das ist richtig. Bitte tu mir nichts. Bitte tu mir nichts. Bleib bitte unten. Bruder, jetzt bitte stirb doch mal! Stim! Junge, holy shit, Alter. Ich fass es nicht, Freunde. Yo, Lisa, du one and only Angela Merkel. Alter, Angela Merkel hat uns gesubbt, Jungs. Oh, Jungs. Wie sieht unser Rumpf aus? People love, they doesn't know. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufstände... Moin! Diese andere Hoffnung. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Nice. Die Verletzten, das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich, sonst... Besser. Geh, Messer. Ruf, Digga. Okay, wie schießt das? Das sind also die Blaster.
Mach ich das gerade richtig, Freunde? Junge, ist ja wie in Fortnite, einfach L2 drücken. Achso, ich drück die ganze Zeit R. Ups. Ich drück die ganze Zeit R2, ich voll Idiot. Der ist aus dem Weg. Bruder, ich schwör's euch, ich hab ne Links-Rechts-Schwäche, Jungs. Alter, da fliegt irgendwer. Müssen wir noch irgendwas hochspringen? Ich bin ein bisschen verwirrt, wo wir hin müssen, Jungs. Oder müssen wir einfach hier hochlaufen? Ah, vermutlich einfach hier hoch. Okay. Oh shit! Hey! Wer bist du? Kevin. Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz. Oh, es ist ein Verbündeter, Jungs. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Es ist ein Verbündeter, Jungs. Pop. Die Brücke ist hin. Schalten mit. Pew pew pp aim. Jungs, shut up. Es ist nicht so einfach damit zu aimen. Gleich haben wir es. Uff, Digga. Wir schaffen das. Oder kann der Typ mal weiterlaufen? Vorne, der AT-AT will irgendwie nicht weiterlaufen gerade. Hab ich irgendwas vergessen abzuballern? Oder muss ich hier kurz einfach alle totschießen? Der brennt, ja, aber... Abgewürgt! Bruder! Ach so! Bruder! War ja schon die ganze Zeit hier? Bro! Ja, oh mein Gott! Er will für uns. Kannst du was machen? Vorsicht! Wir haben ein Problem, holy shit! Abgewürgt, Junge! Bester Kommentar heute! Junge! Einer Kreuz und abgewimmelt, das Ding! Abgewürgt, Digga. Als wäre es so ein Dieselmotor, Alter. Abgewürgt, Junge. Ich kann nicht mehr, Alter. Bruder, ich schwör. Ich sitze in so einem Riesenvieh mit so vier Beinen. Ja, ich bin okay. Und jemand also, schreibt abgewürgt, Alter. Nein, wir machen das nicht nochmal. Ach, noch mal. Nee, ey. Geil. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Boah, da reicht er doch wieder, ne? Machen wir uns wieder entspannen. Perfekt. Also, ja, wen suchst du hier? Ein Rupier-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Wir suchen jetzt ein Symbol den des Wookie-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Und, wie geht's? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Komm, zeig. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen... Ich glaube, er ist Grease oder so, aber wir nennen ihn Grease. Das ist dieser... Einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Der rechts unten, das bist du, Reto. Besten Dank.
Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Fuck, ist nur dein Text nicht. Junge, sieht aus, als hätte er so eine Pampers da zwischen den Beinen. Ich finde, der sieht auch ein bisschen aus wie Reese, oder? Ich meine, ich sehe da irgendwie Parallelen. Ich meine, schon ein bisschen, oder? Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Man muss ja einfach mal nett sein, mal zu seinen Mitmenschen. Moment. Bro, wie wack sieht er denn designt aus? Hä? Junge, alles sieht super geil aus und wer ist er, Bruder? Wurde er irgendwie auf Fiverr für 10 Euro designt? Bruder, was ist denn mit ihm los? Junge, WTF? Dude, what the fuck? Elmo auf Crack. Dude, what the fuck? Ja, Bruder. Stöhn ruhig weiter, Junge. Abgemagert, ne? Hey, danke. Er sagt, hier ist nichts. Das wusste ich nicht. Du kannst binär? Nur ein paar Grundlagen aus der Schule. Vielen Dank, mein Kleiner. Damn, son, where'd you find this? Okay, Freunde, dann schauen wir mal, wo die Wookies sind, wa? Dann machen wir mal. Also wir können mal schauen, ob wir auf der Karte irgendeine Markierung haben. Okay, hier hinten geht es anscheinend nicht weiter, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hinten irgendein kleines Goodie finden oder so. Ja, oder hier hinten ist einfach nichts. Cool, nice. Oh, never mind, boys. Pog you, dude. Oh, okay. Was war da drin? Neuer Poncho, Jungs! Okay, gut, das ist jetzt nicht so krass wie sich Regenwald. Also, bei Regenwald habe ich irgendwie so erwartet, dass wir irgendwie so einen Ghillie-Suit bekommen oder so. Weiß ich nicht, sieht jetzt irgendwie nicht so stylisch aus. Das ist immer noch der coolste, finde ich. Aber der backt bei mir irgendwie so rum. Mein Chat meint, das ist der Wind, aber ich meine, das soll doch nicht so sein, wie es ist, oder? Der bewegt sich ultra-pipeger, Jungs. Das kann nicht der Wind sein, Alter, ich schwöre. Doch. Niemals. Der neue Poncho ist nice, ist okay. Naja, ist ganz nett, denke ich. Wo ist diese Tür? Weiter da hinten rechts. Hohe FPS macht die Game Physics anders. Weird. Hier ist es noch schlimmer als auf Zepho. Hast du Zepho gesagt? Ich hab hier mal gelebt. Alter, bevor das Imperium kam. Geile Shias, Freunde. Ja. Shias mit Waffen. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen. Aber hier mit den Wookies haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Warum ist sie blau? Also, so. Also, ist mir egal. Also, mir ist die Farbe jetzt nicht so. Also, wisst ihr, es ist. It's no racist oder so, aber warum ist sie blau? Bruder, ist nicht Avatar, Junge. Falsches Game, Bro. Falscher Film. Falsches Fall nicht Universum. Zurück, BD1. Können wir das hier durchschneiden? Schon mal Star Wars gespielt? Ich habe Episode 3 sehr krass gegrindet, Bro, damals. Auf der PlayStation 2. BD1, hierüber. So, müsste am anderen Ende das war des sehr, sehr geil. Sein. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch kein Star Wars Game gezockt, außer noch Star Wars, also Lego Star Wars halt. Aber also, wer hat Lego Star Wars nicht gezockt, sind wir ehrlich. Da, eine Werkbank. Oh, nice. War das gerade ein Juhu von BD, Jungs? Hat er sich gerade gefreut? Oh, er kriegt ein Upgrade, Jungs! Wie viel Strom kannst du leiten? Bolo kriegt ein Upgrade, Jungs! Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Lego Star Wars Best auf jeden, Bro. Holy shit. Gibt's schon was Neues bei deiner Modemarke, Herr Löffel? nö, nichts Krasses. Die Idee kann jetzt Maschine ein- und ausschalten. Okay.
Ah, so eine Dinger hier, oder wie? Versuchen wir's. Warte mal, wie zum Fick können wir da rüber, Jungs? Warte mal, der steht jetzt noch unter Strom. Wie machen wir denn den Strom aus? Vorne oder was? Wahrscheinlich müssen wir erst vorne den Strom ausmachen und dann nochmal herkommen. Warte mal, wie zum Fick sind wir hierher gekommen? Freunde, wo komm ich? Also. Steuerkreuz runter, habe ich gemacht? Ach so, das hält nur für kurze Zeit an, oder was? Das Ding muss überladen werden. Ach so. Ah, okay, never mind. Gute Aktion. Jetzt habe ich es verstanden. Wie geht's hier wieder hoch? Wir müssen die Maschine am Anfang halt noch ausmachen. Oder die da? Warte mal, die da, vielleicht bringt die uns da was? Wir müssen irgendwie wieder an den Anfang zurück, Jungs. Ach so, wir hätten vielleicht mal unseren Kumpel mitnehmen sollen, oder? Na gut, scheiß drauf. Nee, warte mal, Freunde, wir müssen safe zurück. Hier bei allem den Chat fragen muss. Ja, Bro. Manchmal, Alter, bin ich ein bisschen verwirrt. Gerade bin ich ein bisschen verwirrt. Gehen wir, BD1. Wir müssen halt an den Anfang zurück. Wir müssen eigentlich da hoch. Das Ding ist, da war halt auch so eine Maschine, aber vielleicht können wir da erst später nochmal hin. Ja, wir gehen erstmal weiter. Wahrscheinlich müssen wir später nur nochmal hin. Das Ding ist halt, da war so ein Ding, Freunde, wenn wir das einsammeln, dann kriegen wir mehr HP dazu, was ganz nice wäre. Beziehungsweise wir bekommen mehr Macht, eins von beiden, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das wäre halt sehr, sehr dope, weil Macht und Leben ist cool. Was ist mit der Friese los? Jedi, hier drüben! Schade, habe ich irgendwas verpasst? Wie lange spielst du schon? Seit 6 Stunden, glaube ich? Hast du dir Karten für Star Wars 9 gekauft? Ich habe Star Wars 8 noch nicht mal gesehen, Doc. Ach nee, das ist so ein Scuff-Wookie, Bruder. Hey, vor uns liegt eine imperiale Harz-Raffinerie. Harz? Was will das Imperium denn mit Harz? Harz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her. Und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Wie richtig himmelig er ist. Er freut sich richtig. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf. Alter, ich will auch so eine. Freut mich, was ist das jetzt? Hast du gehört? Warum bist du was meine nicht? Hilfe. Komm, komm, hey. Wer sich gefreut hat, Alter, auf diese Karte. Ich kann nicht mehr. Zu geil. Das Game ist sehr nice, Freunde. No joke. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin echt überrascht. Als wir den Trailer gesehen haben, hatte ich echt ein bisschen Angst gehabt, dass es richtig scheiße wird. Oh nice, hier ist ein Checkpoint. Die Playtime ist ja überlang. Na, ist okay. Also im Internet stand, dass man 25 Stunden braucht für alles. Oh, wir haben 2 Punkte. Da drüben, einer der oh, warte mal, dann gehen wir nochmal fix zurück, Jungs. Dann können wir nochmal schnell skillen. Cooler Call, Jungs. Ihr bekommt einen Papa-Point, Jungs. Auch wenn sie... Oh, inzwischen gibt's die tatsächlich.
Never mind, ihr bekommt doch keine. Ich kann euch die nicht geben, sorry, aber stellt euch vor, ihr hättet eine zubekommen. Ich könnte auch die maximale Macht erhöhen. Ja, ich glaube, das ist cooler. Oder wir holen uns die Sprungattacke. Warte, wir machen das hier. Die Combo-Attacke mit Doppel-X. Und wir machen die Mehrmacht. Alright, dope, let's go. Hol dir die Machtattacke unten links. Okay, muss ich nachher nochmal schauen. Kostet die einen Fertigkeitspunkt? Oder zwei? Wenn sie nur einen kostet, dann können wir uns die eigentlich nicht holen. Ich bleib kurz zurück. Alles im Griff. Ich höre niemals auf. Okay, er kommt mit Granaten auf einmal. Was bist denn du für ein Snitch? Ich dachte, wir haben einen fairen Fight, Junge. WTF. Aber kommt der mir hier mit Granaten, Alter? Wo sind wir hier? Jesus fuck, Alter. Ich hab noch nie Star Wars geguckt. Bro, what the fuck, Alter? Achtung, an alle Einheiten. Wir haben gerade den Kontakt zu Praxis. Wir haben den bösen R2D2 geschnitten, Freunde. Hey, ein Eindringling. Okay. Ich habe tatsächlich auch fast nichts von Star Wars gesehen, Bro. Also mal einen Teil oder so habe ich gesehen, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, muss ich sagen. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich kann ihn nicht. Ich bin schlecht. Hupsnehmung! Pass auf! Oh shit, ist er! Bruder, er hat ja ein geiles Laserschwert, Junge. Oder was auch immer das ist. Kampfstab. Dafür bin ich ausgebildet. Uff, Digga. Ist er irgendwie ein Boss oder so? Geile FPS. Du kannst mich nicht besiegen. Kann ich nicht. Ist ja ganz sicher, Bruder. Boah, die FPS sind gerade richtig scheiße, Junge. Alter, die FPS. Junge, ich hab 10 FPS teilweise. What the fuck? Ich werde es genießen, dich zu töten. Bro. Verräter. Ja, gib mir mehr als 10 FPS und ich knall dich halt auch. Aber Bruder. Keine Ahnung, Alter. WTF. PC einfach Trash. Naja, ich denke nicht, dass es an mir liegt, Bruder, weil die ganze Zeit war ja alles perfekt. Und ich meine, ein kleiner Miniraum, wo alle Gegner ist jetzt nicht das Krankeste zum Rendern wahrscheinlich, oder? Das ist deine Klassenfähigkeit. Ja, wahrscheinlich, oder? Low FPS. Einfach seine Attacke. Da oben! Er schießt ihn! Laut und deutlich angekommen. Jemand anderer soll hier raufkommen. Junge, geil. Wie sollen wir das hier gewinnen? Herrlich. Moin Meister! Versuch doch mich abzuhalten! Ja, okay, machen wir! Ungefähr so? So, dann klären wir jetzt die Sau. Hoffentlich haben wir mehr als 10 FPS diesmal. Ah, never mind. Du kannst nicht gewinnen! Deine Schläge sind langsam! Du kannst nicht fliegen! Dafür wirst du das war ein roter Fuck. Du bist langsam. Oh, er ist fast down. Du gehst runter. Ich werde dich besiegen. Ja, Bruder, schnatter mal nicht so viel und gib mir mehr FPS, du Sau. Oh mein Gott. Digga, ich schwöre, nervig ist der Mensch überhaupt. Digga, kaum ist er tot, FPS wieder top. Ich schwöre, es ist eine Spezialattacke. Es ist eine Spezialattacke einfach, dieser Lag. Los, Bewegung, Jedi. Lüftung offen, los. Ach so, Bro. Ich hab's gerade gar nicht geschnallt, was ich zu tun hab. Junge, WTF. Yo, Iced Out Top
Trunks, Kanal Rotz, Ben, King Ribeco, Exo, vielen Dank für den Support, Jungs. Küsse aufs Auge, Mate. Es ist 21 Uhr, ja, easy, Bruder. Wir gehen gleich ins Teamspeak. Viel am Boden. Flammenkäfer, sie kommen durch die Wände. Auf ihr Nest. Moin. Aufpassen. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Okay, Bruder, chill, Alter. Ich will nicht ausschalten. Ein Flammenwerfer am Start, Bruder. Einfach David Dobrik. Kannst du mir mal helfen? Ich bin dir dankbar. Oh, nice, Freunde, wir haben Level up. Wir können skillen beim nächsten Mal, wenn wir am Checkpoint sind. Kann ich das nicht... Ah, ne, ich kann das nicht stoppen, okay. Ich dachte, dass ich da vielleicht hoch kann. Ah, hier, okay. Geil, Level up, das von Monte. Schön durch die Nase, Junge. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Okay. Oh, Bruder, holy fuck. Okay, gib ihm halt, Alter. Junge, WTF. Ich weiß nicht, ob das so soll. Ist das so geplant, dass die Maschine so funktioniert? Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Den Cutter, olle Timo und Max. Oh nice, hier ist ein Checkpoint, Boys, let's go. Gut, dann heilen wir mal den Bums hier und skillen nochmal eine Runde, wa? Jemand meinte, ich soll hier unten, ich glaube Tassos war's, ich soll hier unten die Attacke lernen. Oh, das war der AOE-Schub, Junge, Hammer-Call, auf jeden, weg, her damit. Baba, Alter. Okay, wir können fette Ekel-Oger wegschubsen und Gruppen von Menschen, perfekt, arschgeile Nummer. Top. Das ist ziemlich perfekt. Dann wollen wir mal. Aber wir müssen jetzt wieder hier rein, oder? Bin schon der Meinung, dass es hier weitergeht, Freunde. Wir haben hier einen Eindringling. Laut und deutlich angekommen. Du hast keine Chance gegen uns. Ich hab ihn erwischt. Maul, Alter. Jetzt hast du es mit dir zu tun, Jedi. Diggi, deinen Rucksack brennt. Slim, zu mir. Viel besser. Was tust du? Warum schreibt ihr alle Fragezeichen, Chat? Ich dachte, dass es hier vielleicht weitergeht. Ich habe da eher das Gefühl, dass es hier weitergeht. Da geht's nicht weiter. Ja, hätte ja sein können. Ich wollte das nochmal fix überprüfen, Jungs. Hätte ja auch eine nice Loot-Chest da sein können, Freunde. Man weiß ja nie. Ganz ehrlich, Freunde, ihr seid keine richtigen Gamer. Ihr rusht mir zu viel. Wahre Gamer gucken sich alles an. Nein. Ich habe mir schnell da die Ecke angeguckt. Hätte ja sein können, dass da, weiß ich nicht, mehr Leben liegt oder so. Ein geiles Upgrade für unser Laserschwert. Was weiß ich, Freunde. Hätte alles sein können, hätte ich übersehen. Treffer am Ziel. Ziel ist mobil. Hier ist immer wichtig, bei allen Games auch alles zu lesen, jeden einzelnen Brief. Ist hier eine fucking Riesenspinne gerade gespawnt? What the fuck, Alter? Bro, WTF, wer bist du? Bah, Junge! Bah! Wirf mal her! Hau ab, du Sau! Wir müssen ihn aufhalten. Bro, er hat mich eingewickelt. Ja, genau. Schieß die mal schön ab, die Drecksau. Schön. Meint ihr, der macht wirklich Damage oder muss ich die selber killen? Ja, ich geh gleich in Teamspeak, Jungs. Keine Sorge. Kann es sein, dass das irgendeine Stelle aus der Vorstellung war auf der E3? Das kam mir so bekannt vor hier gerade.
Ja, war's? Oh ja, okay, nein. Bruder, krankes Gedächtnis, Junge. Nichts als Glück. Oh, Bro. Lauf mal her. Du wirst es nicht schaffen. Leute, hier ist eine Höhle. Obwohl, der ist nicht hops gehen, Diggi. Das wäre jetzt richtig ungünstig. Nee. Oh, Bruder, bitte lass mich nicht sterben. Lass mich bitte überleben. Ey, kein Bock, die Scheiße, jetzt hier alles normal zu machen. Ich geh einfach hops. Ey, Bruder. Yeah. Ding, das ist. Boah, fuck, Alter. Fuck. Da! Bruder, mach mich das sauer, Alter. Mach mich das sauer grad. Oh. 73, shut up, Chat. Oh mein Gott, aber immerhin nicht die 100, Jungs. Wahre Gamer haben keine Freundin. Shit, da hasst mich jetzt. Ey, Bruder, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, soll ich einen anderen abknallen lassen? Schieß ihn runter! Immer drauf, weiterfeuern! Okay, nehmen wir mal den Kollegen hier. Haltet mir den Rücken frei! Die Drecksau, Junge. Okay, diesmal ist ein bisschen chilliger, Freunde. Warte, wir müssen kurz mal den killen für HP. Ach, Bruder! Jetzt stirb einfach, du dumme Spinne. Ey, Junge! Hilfe! Bruder, was eine dumme Stelle hier gerade, no joke. Okay, die eine ist hops. Ey, Leute, die Stelle hier ist gerade so lame. Ach, Digga, ich will kotzen, Alter. Bruder! Beeilung! Ist das eine dumme Stelle hier? Junge, jetzt stirb, einschlag noch, wenn ich jetzt nochmal choke. Oh. Jesus im Himmel, Alter. Ey, wenn ich da jetzt rausgehe und werde von so einem Blaster-Shot einfach gewone-shottet, dann weine ich. Okay, sieht gut aus. Blocken? Oh ja, das hätte ich auch noch machen können, true. Saved. Oh, warte mal, da war noch eine Kiste am Anfang. fast 75, Freunde, aber saved. Ah ja, stimmt hier, nice. Gehen wir, BD1. Hey! Was ist das, BD1? Oh, neues Material. Keine Ahnung, was geil ist, Jungs. Aber immerhin nehmen wir. Heal dich fix. Wenn ich mich heale, Bro, spawnen alle Viecher wieder neu. Das ist ein bisschen das Problem, Mate. Freunde, alles cool. Ich geh gleich zu den Teamspeak, Jungs. Ich will noch bis zum nächsten Checkpoint kurz. Weil... Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Weil wenn ich nicht bis zum nächsten Checkpoint mache, Freunde, dann müssen wir die Spinne nächstes Mal nochmal machen, oder hab ich keinen Bock drauf. Melde aktiven Cutter auf Zellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch. Jungs, schönen guten Tag. Eindringling. Und er hat schon... Holt euch das Ziel. Oh boy. Freunde, ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so viel HP. Wie lösen wir jetzt das Problem? Na, schauen wir mal. Passt auf, wo ihr hintretet. Aus. Nur du und ich. Okay, nur noch du und ich. Alright, cool, wir haben es geschafft. Let's fucking go. Professioneller Gamer, Jungs. Pock. Seid ihr noch am Leben? Jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben Imperial. Das ist ein Checkpoint, oder? Auf dem ganzen Planeten. Shit. We did it, boys. Alright, nice. Let's fucking go. Alright.
Du Freunde, dann machen wir mal zu Danny und Steve Speak, Jungs. Danny und ich werden jetzt Minecraft Saturday spielen. Also in einer Stunde ungefähr, aber wir werden uns jetzt ein bisschen warm machen. Im Grunde ist das so ein Minecraft-Projekt, Jungs. Sowas wie Minecraft Monday. Wo wir Minigames spielen um Geld. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wurde Danny da halt eingeladen und er durfte nicht zum Beispiel mit Basti spielen. Ich meinte halt, er soll mit Basti spielen, weil Basti sich da wahrscheinlich mehr drüber freuen würde. Aber er durfte mit Basti nicht spielen. Was mache ich denn, Bruder? Er durfte mit Basti nicht spielen, weil Basti und Danny ein zu gutes Team gewesen wären, hatte der gemeint. Und ja. Warte, muss ich hier noch irgendwas abspeichern? Oder speichert der automatisch jetzt? Ah ja.